Hallo liebe Leute, von wo auch immer Sie gerade zuschauen, ich möchte Sie ganz recht herzlich willkommen heißen und mich bei Ihnen bedanken, dass wir heute Abend zusammen auf eine optische Weltreise gehen können. Mein Name ist Markus Maute, komme aus Friedrichshafen am Bodensee, von wo aus dieser Stream auch gerade stattfindet. Und wir machen heute ein Projekt das für mich in meinem Leben eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Wir schauen uns gemeinsam das Naturwunder Erde an. Ich bin seit 30 Jahren Naturfotograf, habe sehr viel von diesem schönen Planeten sehen dürfen, habe dabei auch viele Dinge verstanden. Insbesondere in den letzten 18 Jahren, seitdem ich auf freiberuflicher Basis, aber mit viel Herzblut zusammen mit Greenpeace, diese Projekte durchführe. Und mit Greenpeace findet natürlich auch dieser heutige Abend statt, wobei, wofür ich mich auch beim gesamten Team bedanken möchte. Sie haben ja keine Vorstellung, was man da alles vorbereiten muss, damit man dann hier in eine Kamera sprechen kann. Naturwunder Erde war für mich ein bisschen was Besonderes, weil ich habe keine Show von den Vieren, die ich mit Greenpeace produziert habe, so oft gehalten wie diese. Über 500, na, knapp 500 Mal stand ich auf Bühnen und wir haben das heute bewusst nochmal ausgewählt. Vor ungefähr drei Monaten habe ich diese Show aus Brasilien, meiner zweiten Wahlheimat, gezeigt und da haben wir heute wieder einen Anlass dazu, denn es ist der Tag des Amazonas. Und ähm, zu diesem Tag, da geht es... Doch, das ist ein schöner Anlass, um über Lebensräume zu reden. Der Amazonas ist so ein Lebensraum. Und die Naturwunder-Erdegeschichten, das sind die anderen Lebensräume, die wir heute neben dem Amazonas angucken. Und wenn ich einen Vortrag beginne mit diesem Bild unserer schönen Erde, dann spreche ich in der Tat immer von einer Liebesgeschichte zwischen mir und der Erde, denn ich habe sie kennenlernen dürfen. Ich hatte das Glück, in einer Zeit geboren worden zu sein, in der man reisen konnte und das durfte ich tun. Und ähm, um diesen Amazonastag zu begegnen, würde ich sagen, fangen wir den Vortrag ein bisschen anders an, wie ich normalerweise mit Naturwunder Erde begonnen habe. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam gucken, um was es bei dem Amazonas eigentlich geht. Ich hatte das Glück in meinem Leben, einige große Expeditionen in den größten Tropenwald der Erde machen zu dürfen. Und das, was Sie hier auf diesem Bild sehen, das macht für mich dieses Ökosystem aus. Endlose Flächen artenreichen Tropenwaldes und dazwischen meandern diese wunderbaren Flüsse im flachen Land, die diese wunderschönen Biegungen hier vollziehen. Und ich habe das Glück, mit einer Brasilianerin verheiratet zu sein und deswegen konnten wir während der Corona Krise mal schauen, was im Amazonas so los ist. Für mich neben den Flüssen und den Wäldern, ein State, ein ein wichtiger Teil des Amazonas ist der Kreislauf des Lebens, der hier so wunderbar erzählt werden kann, denn alles hängt natürlich eng Miteinander zusammen, die Wasserkreisläufe, aber auch die Kreisläufe des Lebens der vielen Tieren und Pflanzen. Wir waren hier in Gegenden unterwegs, wo die Natur intakt war. Es ist immer der Moment, wo ich ganz mit dem Herzen dabei bin und weiß, warum ich diesen Beruf des Naturfotografen gewählt habe. Die Liebe zur Natur hat mich dazu gebracht, aber, und das muss man natürlich auch sagen, ich bin nicht umsonst zu Greenpeace gegangen vor 18 Jahren. Denn das, was Sie hier sehen, so wie es eigentlich sein sollte, dieser wunderbare Wald, der seinen eigenen Regen produziert, weil tagsüber die Sonne so draufknallt, dass so viel Flüssigkeit verdunstet, aufsteigt, Wolken bildet und wieder abregnet, das ist leider nicht mehr überall gegeben. Das wissen Sie wahrscheinlich alle, wir hören es in den Nachrichten. Und zwar seit vielen Jahren. Lassen Sie uns heute im lauf des abends nochmal in den amazonas zurückkehren aber erstmal uns darüber gedanken machen warum haben wir eigentlich probleme auf unserer erde? und ich habe da immer ganz gerne dieses diagramm gezeigt. ich glaube das zeigt ganz gut die problematik. schauen sie sich das mal an wir haben hier eine weiße linie die zeigt die biokapazität der erde. das ist praktisch all das was der Planet uns Lebensformen an Rohstoffen zur Verfügung stellen kann. Und wenn man jetzt mal schaut, die gelbe Kurve, das ist das, was wir tatsächlich nutzen. Also eigentlich ein ungünstiger Verlauf, denn seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre übersteigen wir diese weiße Linie. Das bedeutet, der Mensch heute nutzt mehr Rohstoffe, als ihm eigentlich zusteht. Wir leben auf... Kosten zukünftiger Generationen und das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und es wird, wenn wir so weitermachen, immer schwieriger, weil die Kurve immer weiter nach oben ansteigt, weil wir exponentiell auch mehr werden und immer mehr Leute wollen Wohlstand, so wie wir ihn auch genießen dürfen. Und da haben wir ein Problem. Und das wieder hinzukriegen, sprich die Kurve unter die weiße Linie zu bekommen, das ist die große Aufgabe unserer Gesellschaft. Und da versuche ich mit meiner Arbeit etwas dazu beizutragen, indem ich meine Geschichten erzähle. Genau, und dann gucken wir uns mal an, wie sieht denn das aus mit den Ökosystemen auf der Erde? Wir haben hier eine ganze Menge. Und für dieses Projekt habe ich die relevanten mal rausgeschrieben. Da haben wir uns dann auch nach orientiert. Das, ich würde mal sagen, einwandfrei, ganz klar. Wichtigste und am meisten vorkommendste Element ist natürlich das Wasser. Da gibt es Ozeane, Seen, Polareis, Gletschereis und Flüsse. Ein paar von denen werde ich Ihnen heute Abend vorstellen. Dann natürlich das Grasland. Es gibt ganz viele Graslande, verschiedene, die aber alle mit dem Klima zu tun haben. Schauen wir uns mal an, die Savanne zum Beispiel ist das tropische Grasland. Da ist es sehr heiß. Die Steppe, die wächst im kontinentalen Klima, die hat einen kalten Winter und einen sehr heißen Sommer. Und die Tundra wiederum ist das Grasland des hohen Nordens, dort, wo es eigentlich fast immer kalt ist. Feuchtgebiete wiederum, das ist so eine Mischung, die können in jeder Klimazone vorkommen. Dann haben wir das Gestein, das Element, das sehr häufig ist auf unserer Erde. Da werden wir heute Abend ins Gebirge klettern und durch die Wüste wandern. Mein persönliches Lieblingselement sehen Sie hier. Das ist der Wald. Die tropischen Regenwälder, die kennt jeder. Das ist ja auch am Tag der Amazonas. Des Amazonas ganz klar, der Amazonas ist der größte Tropenwald. Es gibt aber auch die gemäßigten Regenwälder, die wachsen dort, wo es nicht mehr so heiß ist, aber immer noch viel regnet. Meist an Küstenregionen. Und der boreale Wald, das ist der nordische Wald. Den gucken wir uns heute auch an. Ja, und bevor wir in die Ferne schweifen, vielleicht mal kurz die Frage: In was für einem Ökosystem leben wir eigentlich hier in Deutschland? Und das lässt sich relativ einfach beantworten: Wir sind Buchenwaldland. Würde hier besonders in Mitteleuropa im flachen Land kein Mensch wohnen oder wenige Menschen, dann würde es so aussehen wie auf diesem Foto da. Buchen überall. Oder nicht überall, aber an den meisten Stellen. Leider sieht es heute, und da werden Sie mir recht geben, wenn man durch Deutschland fährt, schon ein bisschen anders aus. Wir haben uns das Land untertan gemacht und von dem ursprünglichen ist kaum noch was übrig. Soweit ich informiert bin, sind nur 0,4 Prozent der Waldfläche als alte Buchenwälder geschützt. Und insgesamt waldgeschützt ist noch viel zu wenig, sind nur ein zwei Prozent. Dabei wissen wir, um die Artenvielfalt zu erhalten, bräuchten wir viel mehr artenreiche Wälder. Und das sind nun mal Wälder in ihrem Naturzustand. Ja, der Mensch nimmt Einfluss auf unsere Erde und das ist etwas, meine Damen und Herren. Das habe ich gelernt in den letzten Jahrzehnten. Wir nehmen zu viel Einfluss. Und ich möchte Ihnen jetzt ein paar Geschichten erzählen. Die das einerseits untermauern, andererseits aber auch zeigen, wie unglaublich wunderschön dieser Planet noch ist und dass es sich wirklich dafür lohnt, für seinen Erhalt zu kämpfen. Und da würde ich sagen, beginnen wir mit einer Reise. Das war die erste, die ich für dieses Projekt unternehmen durfte. Im Auftrag von Greenpeace bin ich in den Norden Kanadas gereist, in den borealen Wald. Und da habe ich, weil dort eigentlich keine Straßen mehr sind, mit diesem kleinen Propellerflugzeug, wobei, nee, ich bin natürlich nicht in dem gesessen, sondern in dem, wo gegenüber flog, bis in den Norden geflogen. Und das war für mich schon sehr lehrreich, denn stundenlang flog ich über abgeholzte Wälder, wo der Mensch praktisch schon den Wald nutzt. Wobei man das ja gar nicht für möglich hält, wegen dieses rauen Klimas hier oben sind die Bäume recht mickrig. Aber hier macht es die Masse. Dafür lohnt sich dann halt eben doch und dementsprechend sieht es auch aus. Hier ist praktisch fast kein Urwald mehr übrig. Und das ist deswegen, weil seit den 90er Jahren der boreale Wald herhalten muss für 90% des weltweiten Bedarfs an Baumöbel und Papierholz. Und da, wo der Wald noch da ist, die letzten Flecken, da hat Greenpeace sich in den letzten Jahren, gerade in Kanada, sehr eingesetzt, dass die auch erhalten bleiben. Und ich durfte hier in die White Mountains fliegen, reisen, um dort Bilder zu machen für die Kampagne. Und das war wunderschön. Sobald der Mensch seine Finger draußen lässt, schauen Sie sich das mal an, wie hübsch das da ist. Das muss man auch emotional irgendwie ergreifen, dass nicht Holz und Natur nur ein Rohstoff ist. Den man abbaut. Ja, und Sie sehen, es sind hauptsächlich Nadelwälder. Das hat natürlich auch was mit dem Klima zu tun, denn die Nadelwälder müssen nicht erst Blätter ausbilden. Da haben Sie einen Vorteil gegenüber Ihren Kollegen. Wenn der lange Winter rum ist, können die, sobald die ersten Sonnenstrahlen übers Land ziehen, sofort mit der Photosynthese beginnen. Mit dem Wachstum. Genau, und wenn man sich dann Gedanken macht, und sich überlegt, wie sieht denn das mit dem Klima und dem Klimawandel aus? Dann ist der boreale Wald so ein ganz interessantes Medium, um das mal zu transportieren. Denn es gibt eigentlich keinen Lebensraum auf der Welt, in dem so viel organischer Kohlenstoff gespeichert ist wie hier. Was ist ein organischer Kohlenstoff? Erinnert man sich da noch ein bisschen an die Schule, wo man gelernt hat mit der Photosynthese, die mit Licht, und dem Kohlenstoff, der in der Luft ist, alles zum Leben bringt, indem Pflanzen Kohlenstoff reinholen und dabei wachsen. Und wenn die Pflanzen verrotten, ja, dann ist der Kreislauf praktisch wieder vollzogen, weil dann geht der Kohlenstoff zurück in die Atmosphäre. Und ähm, das Problem hier, oder es ist eigentlich kein Problem, im Gegenteil, hier im borealen Wald hat es ganz viele Moore und Feuchtgebiete. Und da sind viele dieser Pflanzen gar nicht verrottet im Laufe der letzten Millionen, gar Milliarden Jahren. 3,4 Milliarden Jahre gibt es Leben auf der Erde, also auch Pflanzen. Das heißt, die hatten viel Zeit, da nicht zu verrotten. Der ganze Kohlenstoff ging da mit in die Erde rein über den langen Zeitraum. Und aus diesen nicht verrotteten Pflanzen wurde im Lauf der Zeit sowas wie Öl und Kohle. Und der Mensch, der hat... Meiner Meinung nach da, ja, wahrscheinlich hat er gedacht, er ist besonders klug. Er hat angefangen, zu Beginn der industriellen Revolution das Zeug rauszuholen, um als Energie zu nutzen. Das machen wir bis heute und das hat im großen Stil uns jetzt hier in Probleme gebracht. Denn damit setzen wir den ganzen Kohlenstoff frei, der eigentlich in der Erde bleiben sollte. Ups, so, falscher Knopf gedrückt. Hier. Wenn man einen falschen Knopf drückt, verliert man gleich den Faden. Aber gut, ich, wir kommen wieder da rein. Heute ist es so, dass wir durch das Verbrennen von Öl und Kohle viel zu viel Kohlenstoff in der Atmosphäre haben, weil das ist nämlich auch ein Klimagas. Das heißt, das ist so was wie ein Thermometer. Hätten wir keine in der Atmosphäre keine Gase, dann wäre die Erde ein Kühlschrank von minus 18 Grad. Durch das, dass wir diese ganzen Gase in der Luft haben, haben wir auf der Erde eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad Celsius. Und das macht die ganze Sache sehr angenehm für uns zu leben. Und ähm, diese 200 Jahre haben ausgereicht, so viel Gas in der Atmosphäre anzureichen, dass es für uns heute spürbar ist, was da passiert. Auf dem Papier hat sich die Erde nur um gut ein Grad erwärmt. Aber was dieses eine Grad schon Auswirkungen hat, das sehen wir ständig in den Nachrichten, sei es jetzt in den brennenden Wäldern Australiens oder dieses Jahr. Am kaltesten Ort der Erde hatte es in Sibirien 38 Grad plus. Und das, diese Liste ist lang, wo man nachvollziehen kann, ohne Wissenschaftler zu sein, dass sich da was ändert. Ja, meine Damen und Herren, und ich hatte hier eine tolle Aufgabe. Greenpeace hat mich nämlich gebeten, die Waldkaribus zu fotografieren. Die Waldkaribus, die sind verwandt mit den Tieren, die in der Tundra leben. Es gibt heute nur noch 6000 von ihnen. Die sind ein Symboltier dafür, dass der Lebensraum immer kleiner wird, weil der Mensch immer weniger ihres Grundnahrungsmittels, nämlich den Flechten, übrig lässt. Flechten wachsen an Bäumen, aber nur an Alten. Und diese Alten sind, weil wir die Wälder alle nutzen da oben im Norden, fast schon weg. Und ich habe hier, das war eine spannende Aktion, diese Tiere versucht vor die Kamera zu kriegen im Wald, hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Das geht deswegen nicht, weil die hören mich viel früher als ich sie höre. Also habe ich das mal mir so ausgedacht, wie würde da ein Tierfotograf rangehen? Habe ich gesehen an einem Fluss an der schmalsten Stelle, die war noch breit genug, da kommen die immer wieder mal rüber und rüber. Und da habe ich mir mein Zelt, mein Tarnzelt aufgebaut, mit der Kamera reingesetzt und neun Tage gewartet. Also ich habe nicht die Zeit für jedes Foto neun Tage auf das Motiv zu warten, aber da war es wichtig, weil eben auch das Waldkaribu ein Symboltier ist für Greenpeace. Und es hat sich gelohnt. Wie eigentlich so oft. Am fünften Tag war es dann soweit. Da habe ich dieses Bild gemacht von den Zweien. Das war aber auch das beste Bild, aber es reicht ja. Die nächsten vier Tage hätte ich mir sparen können, aber sowas weiß man ja vorher nicht. Die Waldkaribus, die brauchen intakte Kreisläufe des Leben, Sie brauchen Nahrung und sie brauchen Wald und es hängt zusammen. Deswegen sind sie auch so ein wichtiges Symbol hier, weil sie stehen für hunderte, wahrscheinlich tausende, vielleicht sogar hunderttausende Lebensformen die heute einfach zu wenig intakte Natur haben. Das heißt, wenn wir Menschen weiterhin die Artenvielfalt auf unserer Erde haben möchten, dann wird es Zeit, dass wir Natur aufhören zu zerstören, beispielsweise, dass wir auch wieder reparieren. Ja, und hier, da hatte ich Glück. Ich war in den wunderbaren Herbstwochen dort und da habe ich es gemerkt schon an einem Abend. Da begann es ganz leicht auf mein Zelt zu schneien. Und dann habe ich gleich am nächsten Morgen meine Klamotten angezogen. Noch in der Dunkelheit bin ich losgelaufen in diese wunderbare Wildnis hinein, um den Schnee zu genießen. Und es war auch schön, aber kaum war die Sonne ein paar Minuten über dem Horizont, Minuten nicht, aber Stunden über dem Horizont, hatte sie noch genügend Kraft, den Schnee wieder wegzuschmelzen. Es war aber so ein erstes Anzeichen dafür, dass es nun nicht mehr lange dauert und der Winter für viele Monate diese Natur in seinem eisigen Griff halten wird. Ja, verlässt man den borealen Wald nach Norden, dort wo der wärmste Monat unter 10 Grad bleibt, da kommt man in die Tundra, da ist es für Bäume zu kalt. Die Tundra ist eigentlich ein lebensfeindlicher Ort, weil viele Monate im Jahr dort Permafrostboden existiert, der nur für ganz kurze Zeit in den kurzen Wochen des Sommers auftaut. Und dann wird das Ganze hier eine riesige Sumpflandschaft. Man sieht diese schönen Polygone hier natürlich von oben. Und diese paar Wochen, die sind für die Natur extrem wichtig, weil nur dann können Pflanzen wachsen. Das, liegt, das ist deswegen überhaupt möglich, weil die Sonne nicht mehr untergeht. In dieser Zeit herrscht hier 24 Stunden. Tageslicht. Und jetzt kann man sich vorstellen, bei so viel Sumpf, dass hier auch eine ganze Menge an Treibhausgasen eingelagert ist. Deswegen ist es so gefährlich durch die Klimakatastrophe, tut hier immer mehr auftauen. Und es gibt ja nicht nur die Tundra hier oben in Alaska, wo wir jetzt sind, sondern noch die viel größere in Russland. Und da liegen ganz, ganz viele Treibhausgase, die im Moment nach draußen drängen. Und das sollte uns zu denken geben. Ich selber war hier in Alaska und zwar habe ich die Brooks Range, das Brooksgebirge überquert und bin dann in die Weite des arktischen Graslandes gekommen. Ist natürlich ein wunderschönes Land und hier sind wir auch konfrontiert mit dieser Geschichte, mit der Energie und mit dem, was nutzen wir für Energie, was ist gut und was ist nicht gut. Es gibt hier für alle sichtbar. Die Pipeline, die Straße hier hoch, auf der ich fahren durfte als Tourist, existiert eigentlich auch nur, weil dort ganz oben an der Prudhoe Bay das Öl abgepumpt wird, das dann über die Pipeline runterkommt in die Vereinigten Staaten, wo man weiß, da gibt es viele Autos, die gerne Benzin in rauen Massen tanken. Durch diese Pipeline konnte ich hier überhaupt unterwegs sein. Und was mich total überrascht hat, wie unglaublich vielfältig das Leben hier oben ist. Also die Gänse, die sieht man ganz einfach. Die ziehen dann irgendwann in großen Schwärmen in den Süden. Und man sieht auch diese Eulen zum Beispiel, die hier über das Gras fliegen auf der Suche nach Beute. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch froh sind, wenn sie diese Gesellen hier entdecken. Und die machen, das sind die Murmeltierchen. Die machen der Wissenschaft heute auch noch Fragezeichen, weil keiner weiß so richtig, wie die das überleben können. Wenn die im Winterschlaf sind, fällt ihre Temperatur unter den Gefrierpunkt und sie überleben das. Also das ist schon erstaunlich. Und sie sind possierlich und natürlich dankbare Motive. Dann haben wir die Verwandten der Waldkaribus. Das sind die Karibus des Graslandes. Die ziehen hier noch zu Millionen in großen Herden durch die Tundra. Auch das steht in Gefahr, weil der aktuelle Präsident der USA gerade diese Naturschutzgebiete für das große Öl aböffnen möchte. Und das ist etwas, möchte ich als Naturfreund und Liebhaber gar nicht nachdenken müssen, was das für Konsequenzen hat. Die Tiere haben es schon eh schwer genug. Weil dadurch, dass immer mehr des Permafrostbodens aufbricht oder au, äh, auftaut, wird es immer schwieriger für sie überhaupt voranzukommen im Sumpf. Eieiei. Ei, ei. Und hier sind die Moschusochsen und die waren schon mal ausgestorben. Und da zeigt sich auch, dass Naturschutz sich lohnt. Es sind heute durch Schutzmaßnahmen ausgestorben in Alaska, muss man dazu sagen. Durch Schutzmaßnahmen sind es wieder über 1000, die heute hier durch die Weite der Tundra ziehen dürfen. Friedliche, große, wilde und wunderschöne Tiere. Die Zukunft dieses Lebensraumes hängt an uns Menschen. Wir brennen weiter Öl, Kohle wie die Wilden, dann wird hier kaum was übrig bleiben. Dann gibt es keinen Permafrost mehr, dann gibt es irgendwann wahnsinnig viel Treibhausgase in der Atmosphäre. Und das ändert alles. Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt weiter in den Norden. Und zwar dort, wo die wärmsten Monate plus 2 Grad haben. Also da ist schon richtig kalt. Da ist also praktisch immer kalt. Die Arktis auf der Nordhalbkugel und die Antarktis auf der Südhalbkugel. Das ewige Eis. Und bevor wir noch Bilder später sehen aus der Antarktis, möchte ich mit Ihnen zusammen eine Reise machen. Und zwar zum Packeis im Norden. Und da kommen wir auf dieser Schiffsreise am Inselarchipel Spitzbergen vorbei. Spitzbergen gehört zu Norwegen, soweit ich informiert bin. Und diese Inselgruppe ist zu gewissen Zeiten im Jahr eisfrei. Und da kann man dann auch in diese wunderbaren Buchten reinfahren. Und das wiederum ist spannend, weil die großen Gletscher, die kalben, manchmal riesige Eisbrocken, riesige Felsen aus Eis fallen da ins Wasser und die treiben dann so ganz langsam auf den Ozean hinaus. Ihre Reise endet mit dem Abschmelzen. Wir haben hier auch anlanden können. Und früher war hier alles mit Gletschern bedeckt. Inzwischen, es ist ein Bild aus dem Sommer. Sind manche Buchten eisbefreit. Man sieht aber immer noch die eisige Vergangenheit daran, dass hier Millionen kleiner Steine liegen, die über die langen Zeiträume des Eises, vor allen Dingen durch die Bewegung des Eises, glattgeschliffen wurden. Und wir hatten das Glück hier, dass es gab so einen ganz leichten Neuschnee. Und der hat dann diese Strukturen in der Natur noch verfeinert, ist natürlich so ein wunderschönes Foto. Was mich wirklich schockiert hat, meine Damen und Herren, war die Tatsache, dass wir hier eigentlich in jeder Bucht praktisch wie auf einer Müllkippe unterwegs waren, obwohl hier hunderte von Kilometern eigentlich überhaupt nichts passiert oder der Mensch nicht da ist. Aber über die Meeresströmungen werden heute unsere Abfallmengen, und es sind wirklich Unmengen, und es werden jedes Jahr mehr, ist in den letzten Winkel des Planeten getragen. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Tierwelt, die hier und anderswo zu Hause sind, weil Tiere kennen Plastik nicht. Und die fressen Plastik. Und ja, man hat auf Inseln im Pazifik, die tausende Kilometer weg waren von allen menschlichen Aktivitäten, tote Vögel gefunden mit aufgeblähtem Bauch, wo nur Plastik drin war. Und es kommt letztendlich auch zu uns in die Nahrungskette zurück. Also, das Müllproblem ist eins der auf der ganz langen Liste der zu lösenden Probleme. Und als wir dann Spitzbergen nach Norden verlassen, da gibt es ein paar kleinere Inseln. Und da sehen wir hier zum Beispiel die Walrosse. Und es war schön, sie zu sehen, denn Spitzbergen war schon vor Hunderten von Jahren ein Ort, wo ganz viele Walfänger hingekommen sind und die haben kaum was am Leben gelassen. Ich habe mal gelesen, bis zu 170 Walfangboote hat man in einer einzigen Bucht gezählt. Heute sind die Tiere zumindest wieder so in Massen vorhanden, dass sie nicht vom Aussterben bedroht sind, aber die Anzahl, wie sie früher waren, die wird natürlich nicht mehr erreicht. Und es ist wirklich erstaunlich, die Nahrungskette, die beginnt bei mikroskopisch kleinen Algen, die auch bei minus 20 Grad nicht einfrieren. Und dann kommen natürlich das Plankton, der, der Krill, diese großen Schwärme, Nahrungsquelle für ganz viele Tiere und Fische und Robben. Und am anderen Ende steht dann auch der Eisbär. Also Leben allerort, wo man es eigentlich nicht erwartet. Wir sind irgendwann am Eis. Und der, das war, die Reise war, wenn ich nicht lüge, 2012. Und es war erstaunlich. Der Captain hat damals schon gesagt, er musste noch nie so weit in den Norden fahren, um überhaupt Eis zu sehen. Und das ist dort, wo es so kalt ist auf unserer Erde, am schnellsten prozentual wärmer wird. Das hat halt damit zu tun, dass normalerweise eine Eisschicht wunderbar Sonnenstrahlen zurückreflektiert ins Weltall. Aber je mehr von diesen dunklen Wasserflächen durchkommen, desto mehr Wasser wird. Nee, desto mehr Sonne, desto mehr Wärme wird vom Wasser absorbiert. Und das tut diesen Prozess natürlich beschleunigen. Und ich habe erst vor ein paar Wochen gelesen im Spiegel, dass die Wissenschaft glaubt, dass das Abschmelzen des Grönlandeises nicht mehr zu stoppen ist, dass wir da den Kipppunkt schon überschritten haben. Und dass hier der Nordpol weit vor 2050 eisfrei sein wird. Daran zweifelt keiner mehr. Das ist etwas, wenn ich das vor 25 Jahren meinem Großvater erzählt hätte, der hätte mich für verrückt erklärt. Heute schon bittere Realität. Und eines der prominentesten Opfer, das sind natürlich die Eisbären, weil die kennt jeder. Und die verlieren ihren Jagdgrund, weil nur auf dem Eis werden die satt. Die jagen nämlich nach Robben und die erkennen oder die können sie nur an den Löchern, den Wasserlöchern kriegen, wo die Robben zum Luftholen kommen. Keiner weiß, ob und wie die Eisbären überleben, ob sie sich adaptieren, an Land zu jagen, ist da überhaupt was für die Eisbären? Also das ist etwas, ein großes Fragezeichen, wie so vieles bei den Kreisläufen des Lebens, die durch die Erderwärmung gerade durcheinander kommen. Dieses Bild hat fast schon so einen symbolischen Charakter. Ein Eisbär, der auf eine endlos scheinende Wasserfläche schaut. Mit dem Blick in eine ungewisse Zukunft. Meine Damen und Herren, es gibt nicht nur an den Polregionen Eis auf unserer Erde. Und deswegen möchte ich jetzt mit Ihnen in eine ganz besondere Region reisen und zwar an den südlichsten Zipfel Südamerikas auf das größte Eisfeld außerhalb der Arktis und der Antarktis. Da beginnen wir eine sehr interessante Wanderung und die beginnt in einem ganz anderen Lebensraum, nämlich in einem wunderbaren, uralten Südbuchenwald. Aber schon am zweiten Tag stehen wir am Fuße der patagonischen Anden und blicken hier hinauf auf dieses Eisfeld hinter den Bergen. Da wollen wir hin. Und hier sehen Sie Peru. Das war damals der Spitzname unseres Guides. Er hat sich ganz bewusst an die Stelle gestellt und hat mir erzählt, dass im Jahr 2000 dieser Gletscher noch bis hier vorne hingereicht hat. Und jetzt ist er ganz da hinten um die Ecke rum. Und diese Reise war im Jahr 2013. Das heißt, 13 Jahre haben ausgereicht, um diese Menge an Eis verschwinden zu lassen. Ich war hier mit meinen Freunden Luis und Luisa unterwegs und die anderen Herren, das sind die, die uns als Spezialisten sicher übers Eisfeld bringen sollten. Und das haben sie auch wunderbar gemacht. Dieser zweite Tag, den werde ich nicht vergessen, der Luis auch nicht. Wir waren beide fix und fertig am Ende. Es war nicht nur dieser Aufstieg und die 15 Kilometer Wandern, die wir hier vollbringen mussten, was uns vor allen Dingen echt schmerzte. Es waren die 30 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Und ich muss sagen, das wäre heute mit 51 Jahren wohl nicht mehr möglich. Da kann ich mich jetzt schön daran zurückerinnern, wie ich gelitten habe. Heute müsste ich einen Extraträger buchen. Ja, und dann kamen wir am Abend hier an einer Schutzhütte an. Und wenn man dann so einen Sonnenuntergang erleben kann und solch einen Ausblick, da sind natürlich die Schmerzen und die Erschöpfung wie weggeblasen. Wir sehen hier das Fitzroy-Massiv und genau dieses Gebirgsmassiv wollen wir in den nächsten Tagen über das Eis umrunden. Hier kommt mein Running Gag. Als ich nämlich hier in Patagonien ankam, da ist mein Gepäck nicht angekommen. Es ist irgendwo in Buenos Aires hängen geblieben. Und jetzt ist aber so, dass man, wenn man hier eine gute eine gute Wetterprognose hat, dann muss man loslaufen. Das heißt, wir mussten los, weil sonst könnte es sein, wenn das Wetter umschlägt, dann wird es lebensgefährlich, dass wir gar nicht an unser Ziel kommen. Da musste ich improvisieren. Das Gute war damals, dass ich das Wichtigste meiner Ausrüstung, nämlich die Fotoausrüstung, immer im Handgepäck hatte. Alles andere habe ich mir zusammengeliehen und da sehen Sie, die lange Unterhose, das wurde praktisch so der Witz, der sich über die Tage zog, der Wanderer, der in langen Unterhosen über das Eisfeld marschierte. Und dann kamen wir tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort. Wir sind hier am Fitzroy. Es ist dieser berühmte Kletterberg, Sie sehen diese Spitzen und da gibt es wirklich Menschen, die klettern darauf. Ich war super glücklich, da einfach davor stehen zu können, auf der Seite des Eisfeldes. Und das Wunderbare war, wir hatten nicht nur saumäßig Glück mit dem Wetter. Wenn Sie schon mal Vorträge von den Bergsteigern gesehen haben, die hier oft monatelang auf ein kurzes Zeitfenster warten, wo es mal nicht stürmt, dann können Sie sich vorstellen, wie groß mein privates Glück war. Es war der perfekte Zeitpunkt, denn es war nicht nur windstill, es war auch noch vollmond. was sie hier sehen, ist ein bild nachts um eins aufgenommen. man hätte ein buch lesen können, so stark hat das mondlicht und das eis reflektiert. und ich bin natürlich wie ein verrückter hier rumgerannt, habe meine bilder gemacht. es war wirklich einer der momente, die man nie wieder im leben vergisst. das einzige problem war, dass man eigentlich auf dieser Wanderung gar nicht zur Ruhe kam, denn es, die Tage sind sehr lang. Erst so gegen Mitternacht wurde es dunkel und dann liegt man irgendwann um zwei, halb drei im Bett, wenn die Kamera dann glüht vor lauter Fotografieren. Aber so richtig lang aushalten tut man es eigentlich auch nicht, denn das hier möchte man auf keinen Fall verpassen. So gegen vier. Da geht es nämlich schon wieder los. Da beginnt ganz langsam der neue Tag und es gibt ein paar Minuten, da kann man den Tag und die Nacht auf ein Foto bannen. Sie sehen, von links dort, wo ich jetzt bin, da kommt so ganz langsam das Blau des Tages. Es ist aber immer noch dunkel genug dafür, dass man die Sterne sehen kann. Und was ich so toll fand in dem Moment, es ist das, was Sie jetzt... Rechts unten sehen das Licht, das dort hinten noch die Berge beleuchtet. Das ist der untergehende Mond. Für ein paar Minuten ist das alles in der Waage, aber natürlich nur ganz kurz, denn der Tag nimmt in seiner Kraft überhand und die Magie ist weg. Das patagonische Eisfeld ist das größte der Welt und es ist 340 Kilometer lang. Was sind eigentlich Gletscher? Gletscher sind überall dort auf der Welt, wo mehr Schnee fällt, als wegschmelzen kann. Es ist praktisch so, dass immer mehr Schnee runterkommt und dann wird durch das Gewicht der Schnee so gepresst, dass daraus Eis wird. Und meistens ist es das so, dass praktisch, können Sie sich vorstellen, wie in einer Salatschüssel, ist der Druck so groß, weil drumrum was ist, was den Gletscher halt zusammenhält. In dem Fall sind es die Berge. Und irgendwo gibt es aber Risse in dieser Salatschüssel, wo dann praktisch der Druck dafür sorgt, dass das Eis doch sich bewegt. In der Natur sind die, ist, die, ist der Schüsselrand natürlich der Berg und die Täler, das sind die Risse dann darin, wo dann praktisch die großen Gletscher so ganz langsam ins Tal meandern. Und wir haben das Eisfeld wieder verlassen und sind über den Vietmar Gletscher irgendwann dann an seine Seite so lange gelaufen, bis wir an sein Ende kamen, wo er die Eismassen in den See hier hinein bringt und der See der wird immer größer wie eigentlich alle Gletscher sehen weil die Gletscher selber immer mehr Eis verlieren. Es gibt keinen Gletscher auf der Welt, meine Damen und Herren, die wachsen. Alle Gletscher auf der Welt schmelzen durch die Klimakatastrophe und das ist eine Katastrophe. Weil es sind nur ganz wenige Prozent des Wassers auf unserer Erde für uns Menschen trinkbar. Und drei Viertel davon sind in Gletscher gespeichert. Wenn wir diese Speicherfunktionen verlieren, verlieren Millionen Menschen auf der Erde die Lebensgrundlage ihr Trinkwasser. Gletscher sind spannend anzugucken. Hier bin ich mal in eine Gletscherhöhle. Die kommt dadurch zustande, dass das Eis ja gepresst oder immer weiter vorwärts getrieben wird über einen unebenen Untergrund. Und lange würde ich mich da drin nicht aufhalten, aber mal diese Eiswelt von unten zu beobachten, das war schon ziemlich cool. Und hier, da habe ich meine Ängste überwinden müssen. Da habe ich mir mal Steigeisen auf die Füße. Und bin mal über eine so eine Kante 25 Meter tief in eine Gletscherspalte hinuntergestiegen. Und das, was Sie hier sehen, das tiefe Blau, das ist uraltes Eis. <music> Herren, 70 Prozent unserer Erdoberfläche sind mit Ozeanen bedeckt, also mit Wasser. Das macht die Ozeane natürlich zum dominantesten Lebensraum auf unserer Erde. Und da gucken wir jetzt mal hin. Es war klar, dass wenn ich ein umfassendes Bild dieses Planeten erstellen wollte, dann konnte ich mich um den Ozean nicht drumherum drücken. Und ich muss gestehen, Wasser war nie so richtig mein Element. Als Kind war ich sehr lange wasserscheu. Um mich da so ein bisschen selber unter Druck zu setzen, habe ich mir dann zuerst die Kameraausrüstung gekauft und später den Tauchkurs gemacht. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Liegt man einmal unter die Oberfläche und sieht diese Vielfalt an Leben und vor allen Dingen die Schönheit der Landschaften unter Wasser, man sieht jedes Fischstäbchen nochmals mit ganz anderen Augen. Wir sind hier im Pazifik beim Inselarchipel Palau und einmal. Im Jahr treffen sich hier an einer Riffplatte ungefähr 20.000 rote Schnapper zum Leichen. Das war für mich ein Abenteuer, auch deswegen als Neuling gleich so etwas zu erleben, das kostet Kraft und man muss ja beim Tauchen ganz ruhig bleiben. Das war hier nicht einfach, denn irgendwann lösen sich einige hundert dieser Tiere und schwimmen ganz schnell, ganz tief. Das riff nach unten. Da tun sie dann abbremsen, sie zerknäulen sich so, Männchen und Weibchen durcheinander, und sie gehen praktisch ganz schnell ein Stück wieder nach oben. Dadurch erhöht sich der Druck in ihren Körpern und es fällt ihnen leichter, das, die Eier und das Sperma auszustoßen. Das ist der Akt der Zeugung. Und das, das tut auch andere anlocken, denn das Wasser färbt sich so milchig ein. Und das ist interessant, auch für Räuber. Und erst habe ich es gar nicht gesehen, aber da habe ich dann einen neugierigen Nachbarn gehabt. Da kam nämlich ein Bullenhai auf mich zu. Mein Tauchkumpel, der David Hettich, der meinte später, manche Taucher warten hunderte von Tauchgängen, bis sie mal so ein drei bis vier Meter großes Tier gesehen haben. Ich habe es gleich ein meiner ersten Tauchgänge sehen dürfen. Und natürlich war ich so voll mit Adrenalin. Ich war froh, dass ich später dieses Bild hier auf dem Chip hatte. Der Hai, der wollte nichts Böses von mir. Der ist praktisch nur an mir vorbeigeschwommen. Und meine Damen und Herren, da muss man einfach kurz was zu Haien auch erwähnen. Haie sind tolle Tiere. Sie sind die Polizei der Meere. Sie fressen im Prinzip kranke Tiere, halten so die Bestände. Aufrecht. So ein bisschen wie die Wölfe in den Wäldern. Was machen wir mit den Haien? Jedes Jahr töten wir Millionen und Abermillionen von ihnen. Über 80 Prozent der Haibestände sind überfischt. Dabei sind die so wichtig. Und was mich so ärgert ist, und das sehe ich immer wieder, dass immer wenn ein Unfall mit einem Hai passiert, dann wird es weltweit in die Medien gebracht. Ich kann Ihnen ziemlich genau sagen, ich glaube, vor zwei Wochen wurde in Australien ein Mensch vom Hai gefressen. Nicht, na, Quatsch, gefressen, vom Hai angegriffen. Aber warum greifen die Haie an? Weil immer mehr Menschen in ihre Lebensräume eindringen. Wir stehen nicht beim Hai auf der Liste der essbaren Nahrungsmittel, sonst würden da ganz andere Dinge passieren. Wir sind die, die die Haie an den Rand der Ausrottung bringen, nicht umgekehrt. Auch da muss sich unsere Einstellung massiv ändern. Ein Meer ohne Haie unvorstellbar. Ja, bei mir war dieser Tauchgang wirklich was Besonderes. Ich habe erst ganz zum Schluss gemerkt, dass ich ja gar keine Luft mehr im Tank hatte. Bin dann relativ schnell hoch, so schnell es halt geht. Wenn man taucht, muss man immer konzentriert bleiben. Und es war wunderbar. Beim Auftauchen kam diese Gruppe Barracudas. Die haben mich mal so kurzzeitig hier fünfmal umrundet. Ich fühlte mich wie in einer Waschmaschine gefangen. Und kaum hatte ich mich dran gewöhnt und Bilder gemacht, waren sie auch schon wieder weg. Da bin ich aufgetaucht und habe gedacht, das war jetzt mal ein Tauchgang. Erst die 20.000. Roten Schnapper, dann kam die Haie, dann die Barrakuda. Und das sind so Dinge, wenn man in den Tiefen, in den Weiten der Meeren unterwegs ist, meine Damen und Herren, da merkt man, wie klein und verletzlich man auch ist in diesem Element. Und ähm, trotzdem, und das ist etwas, was mich wirklich traurig macht, trotzdem haben wir Menschen es geschafft, über 80 Prozent unserer Meere, Schon ziemlich stark oder sogar übermäßig zu überfischen. Der Mensch ist eine Naturgewalt. Und das ist etwas, wo Greenpeace schon seit langer Zeit fordert, dass wir große Schutzgebiete brauchen, damit es Regionen gibt, wo die Tiere sich erholen können. Denn was haben wir denn davon, wenn wir alles leer fischen und dann in ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren unsere Kinder keinen Fisch mehr zum Leben haben? Auch hier sind wir aus dem Gleichgewicht geraten, wie praktisch in jedem Lebensraum. Ein weiteres Abenteuer durfte ich auf der philippinischen Insel Südleyte erleben. Dieses kleine Dorf, nicht nur idyllisch gelegen und mit einem wunderschönen Wald im Hintergrund, die haben gemerkt, sie haben was ganz Besonderes hier vor ihnen in den Gewässern. Und die laden jeden, jeden Tag, ja, kann man sagen, jeden Tag eine Gruppe an Besuchern ein, abgezählt, damit es nicht zu viel werden. Und die machen das sehr nachhaltig. Und diese Besucher, die dürfen in kleinen Booten das Ufer auf- und abpaddeln. Das allein ist schon wunderschön. Dazu gibt es diese Männer hier. Das sind die sogenannten Spotter. Die paddeln nicht nur. Sondern die gucken auch immer wieder unter die Oberfläche. Und wenn die was sehen und ein Zeichen geben, dann heißt es für uns Besucher so schnell wie es geht unter Wasser. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, das ist gar nicht so einfach, diesen schweren Kamerabody und den eigenen darunter zu bringen. Kurz danach, als ich unten war, hatte ich schon wieder so wenig Luft im Brustkorb, dass ich nach oben wollte, um wieder zu atmen. Es hat zumindest gereicht, auch wenn es nicht lange war, diese wunderbare Begegnung mit den größten Haien und den größten Fischen unserer Erde zu dokumentieren, den Walhaien. Das sind friedliche Gesellen, die hier in 5 bis 25 Metern die Küste entlang schwimmen und wenn sie Hunger haben, dann haben sie das Maul geöffnet, so wie hier auf dem Bild. Und dann versuchen sie, möglichst viele Touristen einzusaugen. Mein Kumpel David hat es erwischt. Ich habe es dokumentiert und bin entkommen, was natürlich völliger Quatsch ist, denn Walhaie sind absolut friedliche Lebewesen. Friedlich nicht für das Plankton, dieses Klein, klein diese Kleinstlebewesen. Die tun sie nämlich durch das Filtern des Wassers einsaugen. Und da muss man schon eine ganze Menge Plankton fressen, um so einen großen Körpersatz zu bekommen. Deswegen geht es oft stundenlang hin und her. Ansonsten für uns Menschen sind es friedliche Gesellen. Auf den Galapagosinseln oder vielmehr in den Gewässern der Galapagosinseln hat man Walhaie gesichtet mit 12, 13 Metern Länge. Das hier war ein junges Männchen mit vielleicht 8 Metern, war aber auch schon imposant. Und eigentlich sind die Tiere in den Gewässern der Philippinen geschützt. Man hört aber immer wieder davon, dass doch noch Tiere gejagt werden. Für mich völlig unverständlich. Ein weiteres Schnorchelabenteuer durfte ich ebenso auf dem Inselarchipel Palau erleben. Diese Inseln sind aus Karstgestein und es ist durchlässig. Da gibt es verschiedene Seen. Und irgendwann muss man in den See, der auch mit Salzwasser gefüllt ist, eine Qualle reingekommen sein oder auf jeden Fall mehr als eine, denn in den besten Zeiten leben in ein so einem See 30 Millionen Quallen. Und in einem von diesen 18 durfte man im Jahr 2013 als Tourist schnorcheln. Und jetzt hatte ich das Glück, dass ich ja mit den Walhaien schon ein bisschen geübt hatte, die Luft anzuhalten und das war schon echt Genial. Ich konnte jetzt ein paar Sekunden länger hier durchgleiten und normalerweise ist es durch tausende von Quallen gleiten keine gute Idee. Das wissen Sie selber, wenn Sie schon mal eine berührt haben. Die Tiere nässeln, die haben so ein Sekret, was auf der Haut dann sehr stark juckt. Diese hier nicht. Die haben seit, weiß ich nicht, wie viel tausenden von Jahren keine natürlichen Feinde mehr. Und deswegen haben sie diesen Abwehrmechanismus verloren. Und das ist eins dieser Erlebnisse, meine Damen und Herren, die mir unvergessen bleiben werden. Das ist das, was man eigentlich als Erlebnis mit keinem Geld der Welt aufwiegen kann. Ich habe einiges erlebt beim Tauchen. Manchmal fühlte ich mich wie ein Raumfahrer, der fremde Welten entdeckt. Aber das hier, bei einem Nachttauchgang entdeckt, ist kein Alien, sondern eine Schnecke, die sich perfekt an den Lebensraum angepasst hat. Gerade der Meeresboden ist so voll mit Leben, unglaublich. Und hier da sehen wir eine Symbiose. Diese zwei Gesellen, die haben sich nie voneinander wegbewegt. Wegbewegt. Ich weiß nicht, wer auf wen aufpasst, aber war auf jeden Fall ein schönes Bild. Ja, und das hier ist das Auge eines Rochens, der sich im Sand eingegraben hat. Was ich allein hier auf dem Meeresboden in diesem Bereich an Leben gesehen habe, macht sich gar kein Bild, was passiert, wenn der Mensch da mit solchen Grundnetzen drüber geht und alles zerstört. Das passiert leider viel zu häufig. Das hier ist ein, ein Sepia und der sitzt auf einer Weichkoralle. Korallen spielen im maritimen Leben eine ganz wichtige Rolle. Es gibt ganz viele Korallenarten. Hier zum Beispiel sehen wir eine Hartkoralle. Die bilden so richtig große Flächen aus und wenn man mit dem Blitz der Kamera da drauf geht, sieht man auch so ganz leicht unterschiedliche Farbtöne. Die vielleicht bekannteste Koralle ist sicherlich die Steinkoralle. Die bilden Skelette aus in ganz langen Zeiträumen werden daraus Korallenriffe und die Korallenriffe das sind die größten Bauwerke und die artenreichsten Lebensräume unserer Erde. Und das sind wirklich Regionen, wenn man da mal durchtaucht, die vergisst man nicht. Außerdem sind diese Korallenriffe sehr wichtig, denn sie nehmen eine große Wucht des Wassers, wenn sie den Stränden vorgelagert sind, schützen den Strand dahinter. Und ja, natürlich, für viele Millionen Menschen auf der Welt sind sie Lebensgrundlage, sei es jetzt für den Fischfang oder aber auch für den Tourismus, weil da natürlich Leute gerne tauchen. Wir sind in Australien. Damals in der Stadt Brisbane habe ich hier das Flaggschiff von Greenpeace bewundern dürfen, die Rainbow Warrior. Die lag hier vor Anker und hat... Zum Open Boat Day geladen. Und das war spannend. An drei Tagen kamen täglich über 1000 Menschen, die lange Schlangen in Kauf genommen haben, um sich dann an Bord alles über das Schiff, das ja nach ökologischen Maßstäben gebaut wurde, zu erzählen zu lassen. Und natürlich aber auch, warum Greenpeace jetzt hier in Australien tätig ist. Und ja, der Grund ist leider kein schöner. Schon damals war das Ganze wirklich äh, ein Thema und seitdem lässt es mich auch nicht mehr los, weil man hört jedes Jahr mehr aus der Region des Great Barrier Reefs, des größten Korallenriffs unserer Erde. Ich glaube, wir alle haben schon mal davon gehört. Und damals war die Kampagne die, und es gilt eigentlich bis heute, dass die in Australien sehr mächtige Kohleindustrie neue Häfen bauen möchte, um Kohle als Energieträger in Zukunft weiter in die Welt zu transportieren, hauptsächlich nach Indien. Und das ist natürlich, was jetzt das Korallenriff betrifft, überhaupt keine gute Idee. Wir haben ja schon gehört, was die Kohle anrichtet, dass sie praktisch unser Klima hier äh, mehr und mehr durcheinander bringt. Und. Ähm, wenn wir uns das mal angucken, wir sind hier im australischen Bundesstaat Brisbane. Das hier ist so eins der touristischen Highlights, ist dieses Herzriff. Und ähm, seitdem ich diesen Vortrag gehalten habe, hat es sehr viele Dürrephasen gegeben, sehr viele super El Ninos, eigentlich jedes Jahr, wo das Meer heißer und heißer wurde. Besonders der El Nino 2016 hat dazu geführt... Dass hier die Korallen so ausgebleicht sind, dass man heute sagen kann, dass gut 30 Prozent dieses tausende Kilometer langen Riffs heute schon tot sind. Und das ist tot heißt wirklich tot. Und da glaubt man auch nicht, dass sich da noch was wieder regenerieren kann. Es gibt Bereiche, die sind sehr stark angegriffen, wo die Wissenschaft Hoffnung hat, dass die Natur aus eigener Kraft wieder reparieren kann, aber das wird nur funktionieren, wenn wir aufhören, unsere Meere weiter anzuheizen. Denn je saurer das Wasser wird, desto mehr bleichen die Korallen aus und der saure Effekt kommt eben durch die Erwärmung. Und ähm, das ist etwas, was ich seit Jahren immer wieder mit Erschrecken lese in den Medien, überall für uns alle einsichtig, dass mehr und mehr der Korallenriffe absterben. Und der Aufschrei von uns allen bleibt aus. Keinen scheint es zu interessieren, dass eines der wichtigen Kreisläufe oder der wichtigen Ökosysteme am Sterben ist. Und da ist es so offensichtlich. Da kann wirklich keiner mehr sagen, er weiß es nicht. Und ähm, ja, das ist etwas, was mich sehr traurig macht und was Greenpeace aber sehr aktiv macht. Diese Kampagne gegen die Kohleminen, die läuft natürlich nach wie vor. Aber nach wie vor ist gerade auch in Australien die Politik fest in der Hand derer, die eben die Kohle profieren, weil man mit Kohle sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, das ist die Aufgabe, meine Damen und Herren. Und dementsprechend kommen wir jetzt an eine Stelle, an der ich normalerweise, wenn ich einen Vortrag in einem Saal in einer Stadthalle oder in einem Gemeindezentrum halte, da lasse ich jetzt im Saal immer das Licht anmachen und bitte mein Publikum darum, noch ein paar Minuten mir zuzuhören, weil das, was jetzt kommt, ist mir persönlich sehr wichtig. Ich bin ja jetzt seit 18 Jahren Botschafter für Greenpeace und ich mache das sehr gerne, weil ich finde, dass Greenpeace es genau richtig macht. In allen 40 Ländern der Erde, wo wir tätig sind, nimmt Greenpeace kein Geld von der Industrie. Und auch keines von der Politik. Das macht die unabhängige Arbeit für den Planeten möglich. Dass das natürlich aber auch Geld kostet, das ist klar. Und deswegen möchte ich Sie jetzt an dieser Stelle fragen, wahrscheinlich sind viele von Ihnen schon Greenpeace Förderer und Förderinnen, aber die, die es noch nicht sind, wollte ich jetzt an dieser Stelle fragen, hätten Sie nicht Lust mitzuhelfen? Weil das ist genau das, was heute, gerade auch in der Corona-Zeit, wo alle über alles sprechen, nur nicht mehr über die Umwelt, wichtiger ist denn je. Denn die Regenwälder brennen weiter, die Korallenriffe sterben, das Eis schmilzt. Wir brauchen Organisationen wie Greenpeace dringender denn je. Und das Tolle ist, man muss jetzt hier kein reicher Mensch sein, um mitzumachen. Ob sie jetzt 5 oder 50 Euro im Monat spenden, das ist zweitrangig. Für mich ist wichtig, dass sich immer mehr Leute einer Sache anschließen, denn wenn viele Leute kleine Dinge tun, werden große draus. Und ähm, sie gehen kein Risiko ein, Greenpeace Förderer oder Förderin, ist man nur solange man möchte, ein Anruf in Hamburg genügt und es wird nichts mehr abgebucht. Sie können die Bände von der Steuer absetzen, der Verein ist gemeinnützig. Für mich ist Greenpeace mit seinen Kampagnen zum Wald, Meeres- oder Klimaschutz der Wegweiser hin in die nachhaltige Gesellschaft, die wir so dringend brauchen. Und um Ihnen ein kleines Dankeschön zu sagen, für alle, die jetzt mitmachen, Greenpeace Förderer oder Förderin werden, möchte ich Ihnen diesen Kalender zeigen, hier in die Kamera ohne Spiegelung. Den haben wir gedruckt auf Recyclingpapier mit den zwölf schönsten Motiven aus unserem Projekt Natur Wunder Erde. Und wir haben dem Kalender ein Alljahreskalendarium gegeben. Das heißt, wenn Sie den heute an die Wand hängen und Sie gucken in 400 Jahren nochmal drauf, Sie werden feststellen, der ist immer noch gültig. Das ist also ein sehr nachhaltiges Produkt. Und das soll unser Dankeschön sein an Sie, wenn Sie Greenpeace-Förderer oder Förderin werden. Dann möchte ich Ihnen ganz kurz noch einen Hinweis geben. Denn das, was ich jetzt gerade im Moment mache, das mache ich sehr gerne. Vorträge halten. Ich mache es gerne auf großen Bühnen, aber das hier zu Hause bei mir im Wohnzimmer, das macht auch Spaß. Und gerade in der Corona-Zeit haben wir ja auch gesehen, wie schnell es gehen kann, dass man plötzlich gar nicht mehr rauskommt. Deswegen wollen wir bei uns im Team ein Online-Format etablieren, so wie heute Abend. Und wir wollen einmal im Monat mit Ihnen auf optische Reisen gehen, uns über Ökologie, über Ökothemen rund um den Planeten auseinandersetzen. Und die nächste Sendung, die ist am 30.09. wieder um 19.30 Uhr wieder auf dem YouTube-Kanal von Greenpeace. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder dabei sind und vielleicht mithelfen, dass das Ganze sich etablieren kann. Warum sollen immer nur 20-jährige YouTuber Erfolg haben, Influencer, die irgendwelche Kosmetiksachen promoten? Lassen Sie es uns doch mal probieren, ob das auch mit dem Planet retten geht und wir da Menschen bekommen, die Lust haben, da mitzumachen. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt, während vielleicht der eine oder die andere von Ihnen zur Pipi-Pause geht, machen wir jetzt aber keine Pause, sondern ich habe jetzt die große Freude, Jemand dazu zu schalten. Wir haben nämlich jetzt einen Gast. Einen Moment. Achtung, hier ist jetzt gleich die liebe Caroline Griggs, meine Kollegin, sichtbar. Caroline, kannst du mich hören? Ich höre dich. Hörst du und siehst du mich auch? Ich höre und sehe dich und bin mit großer Freude und sehe, dass wir auch im, hier im Chat schon einiges haben an. Durchlauf. Von dem her, die Carolin hat sich hier zugeschalten, weil sie möchte mir wahrscheinlich ein paar Fragen stellen. Gehe ich mal von aus. Vielleicht war ja schon die eine oder andere Frage dabei. Ja. Das stimmt, Markus. Ich habe so einige Fragen und auch Statements hier, die abgegeben wurden von den Usern. Erstmal Dankeschön, dass ich auch hier dabei sein kann. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich für alle, die es natürlich nicht wissen, ich unterstütze Markus auch seit sechs Jahren in seinen Shows und natürlich auch Greenpeace. Und äh, wir sind begeistert, dass äh, auch jetzt konstant äh, Leute zuschauen und sich für die Umwelt ähm, einsetzen. Und äh, ich habe erstmal, bevor ich Fragen habe, Markus, ähm, ein paar ja, Grüße aus dem Publikum, würde ich mal sagen. Ich muss den ersten nennen. Äh, der erste war das heilige Hühnchen mit Grüße aus Niedersachsen. Ähm, dann natürlich auch Lutz Jeckel. Ähm, lass es wieder rocken, das machst du auch, äh, Markus. Er sagt lieber Freund und Kollege und natürlich auch ähm, andere Stimmen, die sagen, wie zum Beispiel Amigo Bold, schön dich wiederzusehen. Markus, einfach wundervoll. Und das äh, kann ich nur bestätigen jetzt. Und eine Sache noch, äh, da war noch MC Fly Musik, ein er oder sie, ich weiß es nicht, der die sagt geiler Bart, Markus. Das sage ich dir doch auch immer wieder. Na bitte. Ähm, na bitte. Mehr, mehr Haar ist nicht mehr drin. Irgendwo muss man es ja noch halten. <laughs> genau. Es gab äh, einige Fragen. Es gab vor allem aber auch Statements. Und ich versuche einfach mal, diese Statements umzuwandeln in Fragen. Zum Beispiel natürlich viele Fragen auch zum Amazonas. Arndt Hammer sagt, Mercosur muss auf jeden Fall gestoppt werden. Das sehen wir natürlich genauso. Und ähm, ja, immerhin hat sich Merkel ja auch schon kritisch geäußert. Und selbst die Zeit hat, glaube ich, vor einem Tag oder vor zwei Tagen getitelt, endlich scheitert die EU-Handelspolitik. Ähm, Jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wie schätzt du denn das weitere Vorgehen der Politik ein? Es ist sehr schwer zu sagen, weil eigentlich, wenn man so zurückguckt, die letzten 20, 30 Jahre, seitdem ich mich für Politik interessiere, hat die Politik immer den einfacheren Weg gewählt und ist wirtschaftsfreundlich nach vorne gegangen, ohne Rücksicht auf Verluste, weil man ja dadurch Arbeitsplätze erhofft und dann Wählerstimmen. Also das von dem her... Ich sage jetzt mal so, wir kommen ja nachher noch mal im Vortrag in den Amazonas, da spreche ich es auch noch mal kurz an, aber es ist tatsächlich etwas, wo ich im Moment sowas wie Hoffnung habe, dass es mit der Zivilgesellschaft zusammen gelingt, so viel Druck aufzubauen auf die Politik, dass dieser Irrsinn noch verhindert werden kann. Ich habe mit vielen Leuten auch in Brasilien darüber gesprochen und manche sagen, ja, das ist das bringt doch eh nichts, wenn die EU dann nichts macht, dann kommen die Chinesen. Also so diese, ja, wenn wir nichts tun, dann äh, macht es ein anderer. Das ist aber genau das Falsche. Ich denke, das wäre ein sehr starkes Signal über Mercosur, über Regenwaldvernichtung hinaus, dass die Menschheit umdenkt. Und wir müssen umdenken, und zwar in allen Bereichen unseres Wirtschaftens. Und äh, spätestens seitdem neulich äh, die Greta bei unserer Kanzlerin war und dieses, die Frau Merkel sagt nichts, was nicht irgendwie durchdacht ist und das muss man auch wirklich ihr zugute halten und sie hat zumindest Vorbehalte geäußert und das halte ich schon für ein, ich sage mal ein Zeichen der Hoffnung, aber es ist ja nicht nur Frau Merkel, es ist ja bei solchen bilateralen Gesprächen, es sind unglaublich viele Player da drin und die einzige Chance, das tatsächlich zu verhindern oder ja, wir müssen es verhindern, weil alles andere wäre wär Kosmetik. Es geht nur ums Verhindern. Und wenn wir das schaffen wollen, es geht nur über die Zivilgesellschaft, so wie es Greenpeace in der Kampagne macht, möglichst viele Leute darauf aufmerksam zu machen, was das für Folgen hätte. Okay, danke. Ähm, dazu noch einmal konkret, wenn jetzt auch Leute noch fragen, ja, aber Markus, was können wir denn hier in Deutschland äh, wirklich auch für den Schutz des Amazonas tun? Was kannst du denen einfach sagen, was sie direkt tun können? Ja, auch da komme ich natürlich nachher im Vortrag nochmal dazu äh, zu sprechen, aber es, es ist völlig, völlig klar, der Blick in den Kühlschrank jedes Einzelnen von uns. Und ich, vielleicht wird es dann nachher nochmal ein bisschen verständlicher, wenn ich ein paar Bilder dazu zeige. Ich muss sagen, ich bin in, selber inzwischen, der jetzt seit 20, 30 Jahren mit diesen Themen involviert ist, schon echt nicht mehr ganz so entspannt, wenn es ums Thema Fleischkonsum geht. Also ich muss dazu sagen, ich esse eigentlich gerne Fleisch. Aber ich habe gemerkt, wenn ich keins esse, fehlt mir auch nach einer Zeit nichts mehr. Und wenn man weiß, was auf dem Spiel steht, um was es gerade im Moment geht, nämlich die Zukunft unserer Kinder, wenn wir da nicht in der Lage sind, von unserem Wohlstandsding ein bisschen was wieder wegzunehmen und es wäre beim Fleischkonsum, ich, ich bin ja schon gar nicht einer, der den Leuten das komplett verbieten will. Meine Botschaft heißt... Liebe Leute, liebt wieder den Sonntagsbraten wie damals zu Großmutters Zeiten. Würden alle Konsumenten einmal in der Woche Fleisch essen und das aber vom Bauern um die Ecke, dann hätten wir ganz andere Vorgaben. Aber wir reden hier von einem Überhang an Fleischkonsum. Das ist, das kann sich keiner vorstellen, was da im Amazonas los ist. Und ich kann es mir, weil ich halt dort war. Ja, auf jeden Fall. Es wird auch hier gerade, ich sehe gerade hier links im Chat auch bestätigt von Black Wind Flower. Besser sein Konsum von tierischen Produkten Stück für Stück reduzieren, statt gar nichts zu ändern. Also Stück für Stück anfangen, Ja, äh, auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Dann komme ich nochmal auf was ganz anderes. Und zwar hat die Person sich schon mehrfach äh, gemeldet und das muss ich einfach auch würdigen hier. Und zwar Tiger High Reporter hat gefragt, kann ich bei euch arbeiten? Ja kann, aber ich frage dich einfach mal, wie kommt man eigentlich zu so einer Arbeit, was du tust? Ähm, also Reisefotograf, Umweltaktivist, vielleicht erzählst du einfach kurz auch in Tippform, was waren eigentlich deine Anfänge? Ja, also das werde ich natürlich in, in schöner Regelmäßigkeit gefragt. Wie macht man das, was ich mache? Und ich kann immer nur sagen, folgt eurem Herzen, Leute. Habt eine Vision, habt ein Ziel. Und wollte das mit aller Kraft. Ich bin gelernter Fotograf, habe aber sehr schnell gemerkt, dass ich nicht irgendwo in, in, in der Industrie arbeiten möchte. Ich bin mit 19 Jahren durch Neuseeland geradelt und habe gemerkt, da draußen in der Natur, das ist meine Welt. Und da habe ich diese Welt mit meinem Geschick verbunden, nämlich Fotos zu machen. Und viele Jahre später, wo ich dann gesehen habe, wie es auf diesem Planeten aussieht, da habe ich dann gesagt, hey, das geht jetzt nicht einfach nur so in der Gegend rumreisen. Ich muss das auch in den Kontext stellen, dass ich ähm, nicht nur genieße, sondern auch dazu beitrage, dass das erhalten bleibt. Und dann habe ich bei Greenpeace in Hamburg mal angerufen und habe gesagt: Guck mal, hier ist jemand, ich kann quatschen, ich kann Bilder machen. Könnten wir das nicht im Kontext des Naturschutzes? Auf den Markus Mauti hat keiner gewartet. Da wartet heute auch noch keiner drauf. Aber ich habe halt äh, eine gewisse, ich sag mal, Zähigkeit bewiesen und habe es unbedingt wollen und habe mit Begeisterung und Authentizität die zuständigen kampagner überzeugt. Mit dem kann man was machen. Und natürlich die Geschichte von mir, die lässt sich nicht eins zu eins jetzt tausendfach wiederholen. Alle meine Kollegen, die heute in diesem oder ähnlichen Bereichen tätig sind, haben alle eine unterschiedliche Biografie. Aber die Biografie fußt immer auf der Grundlage dass sie an sich selber geglaubt haben und auch wenn es mal nicht lief, hatten sie die Kraft wieder aufzustehen. Und das war bei mir auch so. Ich meine, ich habe inzwischen über 1000 Vorträge für Greenpeace gehalten und das hätte ich nicht können, wenn ich nicht an mich geglaubt hätte. Weil da gab es genug Fallen und, und, und Aussetzer, wo, wo dann mal alles wieder ganz schwierig aussah. Aber bei mir war immer der Antrieb, ich möchte die Welt sehen, aber ich möchte auch meinen Beitrag leisten, dass sie erhalten bleibt. Das finde ich ist eine sehr schöne Antwort. Und Markus, wie du weißt, wir von Greenpeace und ich auch, wir glauben auf jeden Fall sehr an dich und hoffen auch auf die weiteren Dinge, die wir dann zusammen machen werden. Ich habe noch mal eine Frage, auch, auch wenn du es vielleicht später noch mal sagst, zu den, zum Amazonas, weil ähm, ich finde auf jeden Fall, dass es momentan in den Medien nicht so rüberkommt, dass es im Amazonas es so viel Brände gibt. Ich habe aber gerade auch von meiner Kollegin noch andere Infos bekommen, ähm, du warst doch gerade da und bist auch gerade zurückgekommen. Ähm, erzähl doch mal, also erstmal, was hast du da genau dort gemacht? Ich glaube, du hast auch äh, Brände aufgenommen. Und wie schätzt du jetzt gerade diesbezüglich die Lage ein vor Ort? Also ich erzähle in der Tat in ungefähr zehn Minuten darüber. Deswegen werde ich es jetzt relativ kurz halten. Mhm. Ähm, also eins ist mal ganz klar Fakt. Wir haben das Jahr 2020, wird als das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Auf... Eigentlich in allen Ländern der Erde haben Politiker reagiert auf unterschiedlichste Weise. Bis zum Lockdown haben die Gesellschaften für Monate praktisch auf Stopp gestellt. Und es ist vieles plötzlich möglich gewesen, was man jahrzehntelang gesagt hat, geht nicht. Und dann ging es doch. Was, was, was ein guter Ansatz ist eigentlich für Ideen für die Zukunft. Aber. Diese ähm, Geschichte mit den Lockdowns und mit dem, dass praktisch auch keinerlei Kontrollen oder keinerlei Aufsicht mehr auf gewisse Dinge da waren, haben natürlich sich wiederum andere zunutze gemacht. Und gerade was die Ausbeutung der Natur betrifft, man hört zwar in den Medien, dass in äh, Venedig wieder Delfine schwimmen in den Lagunen, aber das ist natürlich nur ein kleines Symbolding, wenn auf der anderen Seite auf vielen, vielen hunderten Quadratkilometern in der gleichen Zeit Regenwald gerodet wird, weil eben keiner kontrolliert. Und das war eben in Amazonien der Fall und ist bis heute, war aber auch in anderen Ländern der Fall. Und was ich genauso schlimm finde in der, in der Corona-Zeit ist eben, dass natürlich auch die sozial Schwachen zuerst durchs Raster fallen, aber auch fast alle Umweltprojekte auf der Welt und besonders mittlere und kleine Projekte, weshalb auch Greenpeace so wichtig ist als Fels in der Brandung, als große Organisation, die so eine Zeit dann auch gut durchstehen kann und auch anderen helfen kann und das ist etwas was was so wichtig ist und um jetzt noch mal das auf Amazonas, auf Amazonien zu bringen, wir hatten allein im August 30.000 Feuer, 30.000 in einem Monat und was das bedeutet, das erzähle ich jetzt gleich im Anschluss im zweiten Teil. Okay, da freuen wir uns drauf. Ähm, dann habe ich auch nur eine Frage noch, ähm, weil jetzt gerade pudeln auch keine weiteren rein. Ich animiere aber nochmal, äh, frag gerne weiter Fragen. Im Hintergrund sammeln Leute auch Fragen, die wir dann später nochmal stellen können. Die Abschlussfrage ist einfach, wenn du drei Erfahrungen nennen könntest, was waren die drei extremsten Erfahrungen für dich in dieser ganzen Zeit des Reisens? Positiv oder negativ? Extrem kann beides sein. Mhm. Also, ich, es, gab, es gab Schlüsselmomente. Der erste Schlüsselmoment für mich, wenn man immer glaubt, man hat schon alles gesehen und es kann einen nichts mehr triggern, da war ich noch recht jung, um die 20, als ich den, das erste Mal in den Grand Canyon, in die USA, in den Grand Canyon reingeguckt habe. Also, ich stand an der Kante und habe einfach nicht glauben können, wie unglaublich groß und schön das ist. Also, das hat mich noch mal getriggert, zur Natur hinzugehen und sie zu spüren. Dann war für mich äh, ganz klar, äh, was mich im Negativen am stärksten getriggert hat, und das war ja auch für viele Jahre jetzt mein arbeitender Schwerpunkt mit Greenpeace im Wald, äh, ist die unglaubliche Waldvernichtung, besonders in den Tropenwäldern. Also zu sehen, was für eine Dimension dort kaputt gemacht wird, das lässt einen nicht kalt. Also entweder man schaltet ab oder es wird zur Mission, es wird zur Aufgabe. Man haut alles rein, was man an Energie hat, um es zu verändern. Und ich muss sagen, das dritte, was für mich so auch so ein Game Changer nochmal war, speziell jetzt, das war bei dem Projekt, als ich das erste Mal zum Tauchen bin. Also, das, das ist, es gibt kein Gefühl zu beschreiben, wenn ich an so einem Korallenriff entlang tauche und diese Hunderttausenden von Fische sehe. Und dann aber im Hinterkopf zu wissen, was wir mit den Meeren machen, das ist so unglaublich schwierig. Das zu verarbeiten und das ist äh, und das wird von Jahr zu Jahr nicht einfacher und ähm, ja deswegen bin ich auch dankbar dass mir Greenpeace immer wieder das Podium gibt darüber reden zu dürfen und aber gleichzeitig auch die Schönheit zu zeigen denn ohne das geht es auch nicht wir erreichen die Menschen nur über Emotionen und ähm, das versuche ich eben mit meiner Arbeit super ich danke dir ganz herzlich für die erste Fragerunde und ja, stellt weiter Fragen und jetzt geht es weiter mit Markus und dem zweiten Teil. Bis später. Danke dir, liebe Caroline. So, jetzt muss ich mal gucken. So, jetzt, ja, jetzt die Toilettenpause lasse ich ausfallen. Ich muss auch gar nicht. Jetzt gehen wir weiter. Und zwar, wir haben gerade am Tag des Amazonas über den Amazonas gesprochen. Und da gehen wir jetzt auch hin. Südamerika, der Amazonas, der größte Tropenwald unserer Erde. Und für dieses Projekt hat mein Freund Luis, den Sie ja schon kennengelernt haben auf dem Eisfeld, da hat der mir eine Reise organisiert. Die hatte es wirklich in sich. So, dann gucken wir mal. Genau, wir sind hier auf dem Rio Negro. Das ist einer von über 1000 Nebenflüssen des Hauptflusses des Amazonas. Es sind ja 20 Prozent allen Süßwassers auf unserer Erde, kommt in diesem Ökosystem vor. Es ist ja nicht nur der Tropenwald, es ist ja auch der Wasserkreislauf. Es ist ein Wahnsinn. Und wir sind hier im Norden Amazoniens, dort, wo der Mensch noch nicht so gewütet hat. Wir wollten wirklich die Schönheit sehen. Und dort, wo es keine Straßen gibt, da sind es die Flüsse, auf denen man vorwärts kommt. Und da machen wir es so wie... Wirklich ganz viele Menschen, die hier leben, die leben nämlich auf Booten. Wir haben uns ein Boot gemietet und sind dann den Rio Negro raufgefahren und dann irgendwann abgebogen und wieder abgebogen und wieder abgebogen, so bis die Flüsse immer kleiner werden. Wir wollten fast bis zur Grenze Venezuelas. Und ähm, ja, irgendwann merkte man auch, wir kamen in Gebiete, da war nicht mehr so richtig viel los. Da lagen die... Bäume quer, wie es halt so ist in der Wildnis. Und ich muss Ihnen jetzt gestehen, hier war ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich froh, dass der Mensch die Kettensäge erfunden hat. Denn so konnten wir uns hier durchkämpfen. Und am Abend des dritten Tages, da standen wir oder da blickten wir auf diese Wand vor uns. Ein Tafelgebirge, die Serra de Araca. Laut unseren brasilianischen Kontaktleuten gab es erst eine oder zwei Expeditionen von Wissenschaftlern darauf. Wir fühlten uns also durchaus wie so ein bisschen wie Entdecker. Und wenn man dann eintaucht in so ein fremdes Ökosystem, da muss man dann schon so auf das eine oder andere gefasst sein. Also, ich gestehe, ich bin schon ab und zu erschrocken, als dann irgendwo vor mir so eine Vogelspinne aufploppte. Mein Freund Louis überhaupt nicht, der ist nämlich Arachnologe. Und Arachnologen, die lieben ja Spinnen. So eine Vogelspinne, da ist ungefähr so groß. Besonders hübsch sind sie nicht. Aber wenn ich dann mal so den ersten Schreck hinter mich gebracht habe und dann genauer hinguckt, dann sind schon sehr faszinierende Tiere, die auch überhaupt nicht. Ähm, gefährlich sein können, die sehen kaum was. Also die spüren nur den, die Vibration auf dem Boden. Also wir sind die Stärkeren. Und das sollte man immer, eigentlich sich immer merken: es gibt eigentlich so gut wie kein Tier, das den Menschen angreift oder ihm was Böses will. Die meisten Unfälle passieren, weil der Mensch ein Fehlverhalten hat und ein Tier sich verteidigt. Ja, und dann laufen wir am ersten Tag laufen wir hier erstmal quer, quer Quatsch. Wir durchqueren den ebenen Wald und dann geht es steil nach oben. Und das ist natürlich ziemlich anstrengend, weil entweder ist es ganz heiß und man schwitzt oder es regnet. Nass ist man also immer, aber es macht unheimlich viel Spaß. Und als wir dann oben auf dem Tafelberg ankommen, dann blicken wir auf der anderen Seite des Tafelbergs in so ein Tal und da ist nur Wald auch gewesen und da sieht man ganz schön wie das funktioniert hier dieser Regen ich habe das ja vorher schon gesagt dass es die Bäume sind die den Regen produzieren weil hier ist jedes nee hier ist jeden Tag im Jahr das gleiche Wetter weil immer die gleichen Temperaturen herrschen und immer wenn der Sonnenstand hoch ist und es verdunstet durch die Hitze auf den Blättern dann entstehen neue Wolken und regnen sich ab. So, und jetzt gucken wir mal, wir stehen praktisch an der Kante und blicken jetzt mal steil nach unten, so ungefähr 400 Meter runter. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist der tropische Regenwald. Der artenreichste Landlebensraum der Erde. Wissenschaftler haben an einem Baum 70 Ameisenarten entdeckt. Es gibt hier mehr Bäume auf einem Hektar. Als Baumarten, also mehr Baumarten auf einem Hektar, als es in Europa Baumarten gibt. Also diese ungeheure Fülle ist echt irre. Und dann, Abend, blicken wir auf die andere Seite, dort von wo wir hergekommen sind, in die endlose Weite des Waldes. Wenn man da steht, der letzte Regenschauer ist gerade vorbei, es ist nach der Regenbogen drüber bis zum Horizont. sind Momente vergisst man nicht. Hier schlägt das wilde Herz unserer Erde. Hier schlägt es noch. Es gibt hier Bereiche, da hat noch nie ein Mensch einen Fuß hereingesetzt. Und ich würde mir so sehr wünschen, meine Damen und Herren, dass wir Menschen endlich solche Orte als etwas Erhaltenswes etwas Erhaltenswertes ansehen und alles dafür tun, dass es eben auch erhalten bleibt. Aber wir wissen alle, es passiert genau das Gegenteil. Die Tropenwälder rumpfen immer mehr. Bevor wir dann am Abend zum Zelt sind, wir wollten eigentlich schon loslaufen, es war ja schon die Sonne weg und in den Tropen wird es ja immer relativ schnell dunkel, weil ja der Äquator ist ganz nahe. Haben wir das nochmal gesehen? Schauen Sie mal diese wahnsinnig großen, atompilzartigen Wolken. Das ist praktisch die Wolke, die sich aufbaut und dann so abregnet. Wenn man durch den Wald läuft, dann kann es sein, man läuft mit einer zehn Mann-Gruppe oder auch Frauen, und dann sind die ersten fünf werden nass, die hinteren nicht mehr, weil es dann wirklich abrupt aufhört. Die Wolke regnet sich ab und dann ist wieder vorbei. Wunderschön. So, und jetzt, wir haben ja schon davon gesprochen. Ich war mit meiner lieben Frau Juliana jetzt in den letzten Monaten in Brasilien, in unserer zweiten Wahlheimat. Und weil wir so viel Schreckliches aus dem Amazonas gehört haben, haben wir uns entschlossen, wir reisen da mal hin. Und ich habe Ihnen hier mal was mitgebracht. Das hier, das ist ein Screenshot aus dem Internet. Es gibt eine App, die zeigt fast in Realzeit die Feuer, die vom Menschen gemacht oder zumeist vom Menschen gemacht in Südamerika brennen. Jetzt muss man erklären, dazufügen, dass die Punkte, die Sie hier sehen, nicht der Feuergröße entsprechen, weil die sind natürlich zu klein die Feuer, als dass man sie sieht. Aber man sieht schon, der Mensch, der greift hier ein. Und dieses Bild habe ich am 13.8., also vor ein paar Tagen erst gemacht. An einem Tag brennen dort so viel Feuer. Und wenn wir uns über den Amazonas Gedanken machen, dann müssen wir erst mal klären, um was es denn da überhaupt. Deswegen habe ich Ihnen den mal hier sichtbar gemacht. Das ist das Amazonasbiom, der größte Tropenwald der Erde. Und die Wissenschaft sagt ganz klar, und das seit vielen Jahren, wenn wir mehr wie 20 Prozent davon zerstören, dann verlieren die Bäume ihre Kraft um den Regen zu produzieren, der nicht nur den Wald, sondern eigentlich den ganzen Kontinent und letztendlich über die hohen Wolkenschichten hinweg Einfluss auf alles Leben auf der Erde hat. Und man braucht jetzt hier kein Biologiestudium oder Wetterkunde, um zu sehen, dass der Mensch schon ganz schön eingreift. Es ist nicht die Hälfte des Amazonas schon weg, aber Sie sehen, der ganze untere Teil, der ist schon irgendwie für die Leute zugänglich. Und ähm, wenn Sie meine persönliche Meinung wissen wollen, ich bin fast davon überzeugt, dass wir schon weit über die 20 Prozent kaputt gemacht haben. Wir sind bestimmt bei 20 Prozent Zerstörung und mindestens nochmal 10, 15 Prozent Degradierung, wo der Wald einfach entkräftet wird. Und ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, wir gehen jetzt praktisch mal ein bisschen näher ran, zoomen rein, kann man praktisch daheim jeder für sich auch machen, das können Sie auch, wenn Sie einen Computer haben, gehen Sie mal auf Google Earth und das hier ist der untere Teil vom Amazonas. Wir sehen die Bundesstaaten Mato Grosso und Rondonia und Sie sehen dort, wo es hellblau, hell, hellgrün ist, in den unteren, unteren Schichten, das sind heute menschliche Felder. Dort wird Soja angebaut und den Rinder. Und es stehen dort keine 100 Rinder oder 100.000, sondern Millionen und Abermillionen. Und die gelbe Linie, das ist unsere Reiseroute gewesen. Wir sind unten gestartet und dann nach oben in den Amazonas-Bundesstaat gefahren und die Querspange, die Sie dort sehen, also von links nach rechts, das entspricht ungefähr 700 Kilometern, damit Sie mal so eine Vorstellung haben, wie groß das alles ist. Und jetzt schauen Sie mal, wo es an dem Tag gebrannt hat. Und dort, wo Sie die Brände sehen, das bedeutet, da gibt es Straßen. Und diese Straßen, besonders dort in den grünen Bereichen, hätten meiner Meinung nach nie gebaut werden dürfen. Aber sie sind da. Und dann passiert genau das, was passiert, wenn Menschen die Möglichkeit haben, Auszubeuten, weil sie sich dadurch einen Vorteil verspre versprechen. Und es sind große Konzerne, das sind riesige Farmer und es sind Kleinbauernfamilien, die um ihr Überleben kämpfen. Und ähm, ich habe Ihnen jetzt mal als nächstes ein Foto mitgebracht, damit wir mal sehen, was auch in dieser, also nicht auf der Querspange passiert, sondern bei der Fahrt durch den Bundesstaat Rondonia, wo eigentlich nur noch intakter Wald existiert, wo indigene Reservate. Geschützt sind. Außerhalb der indigenen Reservate sieht es inzwischen so aus. Und ähm, das ist eine Dimension, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns im Geiste mal von Hamburg an den Bodensee fahren. So ist es ungefähr, wenn man durch diesen Bundesstaat fährt und dann noch ein bisschen Mato Grosso mitnimmt. Wir sehen hier im Hintergrund das Grün, da wird schon bewirtschaftet. Und davor ist das, was gerade in den letzten zwei Jahren durch die Bolsonaro-Regierung wieder unglaublich zunimmt nämlich die rodung neuen waldes weil die politische führung des landes das auch noch anfacht in der rhetorik und in allem was sie tun umweltgesetze werden geschleift und indigenen rechte werden aufgelöst. was sie hier hellbraun sehen das ist genau das was in kurzer zeit dann zum feuer werden wird. der wald wird gefällt und dann wird, werden die reste die kein mensch braucht die werden so schön zu scheiterhaufen aufgerichtet. Und das sind dann die roten Punkte der nächsten Tage. Und ähm, wir reisen jetzt mal noch ein bisschen weiter rein in den Amazonas, genau auf die Querspange. Das ist der Transamazonica Highway. Und der verläuft praktisch angefangen, wo jetzt mein Bild aufhört, an dieser Kante entlang. Und ganz rechts an der Seite sehen Sie da noch ein bisschen Straße. Und dann ist es auf hunderten von Kilometern dort, wo, wo, dort, wo vor wenigen Jahren dichter Wald war. Da kommen Hunderte und Tausende von Menschen, die das Land sich untertan machen und dann riesige Flächen abholzen. Und die sehen jetzt unter mir, da ist ein Bereich, der liegt zu so halb im Schatten, der ist schon so vorbereitet, der wird bald brennen. Nebendran ist noch ein Fleck, immer auf die andere Seite, genau jetzt, praktisch genau da, warte jetzt mal, wie kann ich da, genau, genau hier, wo ich jetzt hinzeige, da dieser Fleck zwischen der Straße und da, wo es schon bewirtschaftet wird. Das sind vielleicht zwei Hektar. Zwei Hektar Land. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was diese zwei Hektar ausmachen. Das hier sind die zwei Hektar. Und jetzt möchte ich Ihnen noch was ganz Wichtiges erzählen. Und wenn Sie danach noch Hunger auf Fleisch haben, dann weiß ich nicht, was noch härter kommen muss. Diese Vielfalt, die Sie hier sehen, die macht der Mensch demnächst weg, um zwei Kühe draufstellen zu können, um sie satt zu machen. Denn um in dieser Region eine Kuh satt zu bekommen, braucht man einen Hektar Land. Denn die Nährstoffe sind in den Bäumen und eben nicht in dem Boden. Sind die Bäume weg, bleibt eine dünne Humusschicht und da ist so gut wie nichts zu holen und dieser ganze Irrsinn, der geht deswegen nur meine Damen und Herren, eben weil es so viel Fläche gibt, die man kaputt machen kann, was man die letzten 50 Jahre auch schon tat und jetzt wieder verstärkt durch die aktuelle Regierung. Und das ist etwas, was mir wirklich inzwischen so Bauchweh und schlaflose Nächte bereitet, weil wir eben seit 50 Jahren kaputt machen und den Kipppunkt entweder kurz davor sind zu erreichen oder schon erreicht haben. Mit jedem Baum, den wir hier fällen zerstören wir die Zukunft unserer Kinder. Und ich war hier ja mit meiner Frau Juliana unterwegs. Wir sind in die Brände hineingegangen, haben hier für die brasilianischen Freunde und Kollegen dieses Foto gemacht mit diesem Hashtag. Es ist also portugiesisch, heißt Amazonia ja und der Hashtag Elena eher nicht. Das war praktisch der Versuch. Der brasilianischen Zivilbevölkerung den Herrn Bolsonaro zu verhindern, was leider nicht gelungen ist. Und ja, er hat schon in der Wahl angekündigt, er möchte das Land nutzen. Ihm ist das Klima egal. Entweder er glaubt nicht dran oder er will einfach davon gar nichts wissen. Und er ist leider sehr erfolgreich. Wir haben allein im August, ich habe es vorhin schon erwähnt, 30.000 Feuer gehabt. Und das, was ich da gesehen habe in ihrer in der ganzen Masse an Vernichtung, da muss man aufpassen, dass man nicht depressiv wird. Und ich sehe das jetzt seit vielen Jahren und ich werde auch weiter hingucken, weil ich glaube, es ist eines der wichtigen Aufgaben, wie ein einzelner Mensch wie ich, was, wir, was ich tun kann, ist, möglichst oft, möglichst viele Menschen darauf aufmerksam zu machen. Und ich habe heute eine Pressekonferenz gesehen. Und da hat der Herr Bolsonaro folgenden Satz gesagt: I have not managed to kill this cancer called NGOs that are in the Amazon. Also er hat sicher nicht auf Englisch gesagt, aber ich habe die Pressemitteilung auf Englisch bekommen und es das heißt nichts anderes als dass er eingestanden hat, dass es ihm nicht gelungen ist, diesen Krebs, dieses Krebsgeschwür, das sich NGO nennt, non governmental organizations, also Organisationen wie Greenpeace, dass es ihm nicht gelungen ist, dieses Krebsgeschwür aus dem Amazonas rauszuschmeißen. Und er bezieht natürlich das Ganze auf eine ganz klare Sache. Und da bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich da Greenpeace angehöre, weil wir haben ja den Tag des Amazonas und Greenpeace hat die Hauptkampagne eben darauf, dass Mercosur verhindert werden soll. Und man merkt, der Mann, der gibt zwar viel wirklich unendlich schlimme Dinge von sich, aber es zeigt auch, dass er spürt, da ist Widerstand. Und das ist genau das, warum ich auch für Greenpeace jeden Tag weitermachen möchte, weil gemeinsam sind wir so stark, dass wir, wenn wir Menschen begeistern, solche Wahnsinnsprojekte wie Mercosur verhindern können. Und unsere Kinder, die werden uns danken. Ja, meine Damen und Herren, wir sind im tropischen Regenwald gewesen. Für mich mein absolutes Lieblingsökosystem. Da kommt lange nichts. Ich hatte halt auch das Glück, mit Greenpeace viele wunderbare Erlebnisse dort haben zu dürfen. Und ich möchte mit Ihnen jetzt in einen Lebensraum reisen, der eigentlich genau das Gegenteil ist von einem tropischen Regenwald. Das hat natürlich auch was mit dem Klima zu tun und das ist etwas, was ich hier auch noch mal bemerken möchte. Wenn wir vom Klimawandel reden, was ist der Klimawandel? Der Klimawandel ist das alles, was über uns ist, weil alles hängt am Klima. Wenn sich was verändert, dann verändert sich nicht ein bisschen was, sondern überall auf der Welt sind Kreisläufe, die anders ablaufen und dann vielleicht zusammenbrechen, wenn nur ein Teil aus einer Nahrungskette oder aus anderen Dingen rausfällt. Und das macht die ganze Sache so gefährlich. Es gibt viele Lebensräume auf unserer Erde. Ich kann Ihnen heute nicht alle zeigen, aber ich möchte Ihnen jetzt einen zeigen, von dem man eigentlich meinen würde, dass er absolut nutzlos ist. Die Wüsten. Also eins muss man mal vorneweg sagen, nutzlos, das Wort gibt es gar nicht in der Natur. Und schon gar nicht für den Naturfotografen, denn... Der Naturfotograf, der liebt Wüsten, besonders abends und morgens in der blauen Stunde. Und er liebt natürlich die Sandwüsten, also dort, wo Sand zu Dünen aufgerichtet ist, wo man mit dem Licht spielen kann. Es gibt kaum was Schöneres, als die Wüste zu fotografieren. Aber eins ist ganz klar, das sind keine Lebensräume, wo artenreiche Vielfalt vorkommt. Menschliches Leben ist hier eigentlich nur möglich. Dort, wo Grundwasser nach oben tritt, also da, wo die Oasen sind und da hat sich ja auch letztendlich Leben oft angesiedelt. Wir sind in Afrika in der Sahara und da ist auch nur ein Teil Sandwüste, aber hier im ägyptischen Teil, da ist, ist es so und äh, das ist nahe der Oase Siva, ein wunderschönes Meer aus Sanddünen. Und wir reden ja heute viel davon, dass unser Planet durch den Klimawandel starken Veränderungen ausgesetzt ist. Und viele Klimawandelleugner, die sagen immer, ja, das war ja immer schon der Fall, das haltet mal ein bisschen die Pferde still, ihr Umweltschützer, das ist doch Quatsch, was ihr da sagt. Es gibt schon immer Klimawandel. Und natürlich, in dem einen haben die recht. Seitdem es die Erde gibt, wandelt sich das Klima. Und das kann man auch sagenhaft hier in der Sahara sehen. Schauen Sie mal, da liegen Muscheln rum in der Wüste. Das bedeutet, da war mal ein Ozean, und zwar vor vielen Millionen Jahren. Und das ist ganz klar, dieser natürliche Klimawandel, er ist da und wird immer da sein, aber momentan kommt halt das, was wir Menschen falsch machen, noch obendrauf. Und das beschleunigt diese Veränderungen in einer Geschwindigkeit. Erdgeschichtlich ist das Wahnsinn, das ist schneller wie die Formel 1. Und das macht die ganze Sache so gefährlich. Wüsten sind wunderschön, das habe ich auch schon bemerkt. Das ist besonders auch der Fall hier in der weißen Wüste. Das auch in Ägypten, wo man diese wunderschönen erodierten Steinschichten sehen kann. Aber Wüsten haben auch wichtige Aufgaben in den Kreisläufen des Lebens. Haben Sie gewusst, dass die Sahara dem Amazonas hilft zu überleben? Die Winde blasen nämlich ganz feine Staubkörnchen über den Ozean darüber viele Tonnen jedes Jahr und das sind Nährstoffe für die Pflanzen. Also vordringlich vordringlich oh, Quatsch, also offensichtlich gar nichts miteinander zu tun habend, Tropenwald und Wüste sind sie doch ganz eng miteinander verbunden und das ist auch eine dieser Botschaften, die ich einerseits gelernt habe und die ich auch möglichst vielen Menschen weitergeben will. Alles auf diesem Planeten ist miteinander verbunden in Kreisläufen. Und das sollten wir Menschen uns merken, weil wir gehen überall ran und bedienen uns nach Herzenslust und machen uns keine Gedanken, was für einen Trümmerhaufen wir oft hinterlassen, was wir mit der Vielfalt des Lebens anstellen. Und das ist letztendlich in der Wüste genauso wie woanders. Meine Damen und Herren, so ganz langsam kommen wir an, den Ende, an das Ende des Vortrages. Ich möchte mit Ihnen jetzt noch mal so ein bisschen eine Zusammenfassung machen, indem wir in die Berge gehen. Denn wenn man einen Berg besteigt, dann durchläuft man verschiedene Höhenstufen. Und klimatisch gesehen ist es so ein bisschen wie wenn man vom Äquator zum Nordpol läuft. Unten ist es ganz warm und nach oben wird es immer kälter. Lassen Sie uns in das Land reisen, wo die höchsten und größten Berge der Erde stehen, nämlich nach Nepal, ins Himalaya. Und wir sind jetzt in einer Region ohne Straßen. Wir haben einen 28-tägigen Fußmarsch vor uns. Und was Sie hier sehen im Vordergrund, das sind Berge, die ganz dunklen, die sind vielleicht 3.000, 4.000 Meter hoch. Und das dann in der Mitte, das ist das Massiv, das Kanchenjunga, vielleicht 4.000, 5.000, 6.000 Meter hoch. Und der Kanchenjunga selber, zu dessen Basislager wir wandern wollen, der ist über 8.000 Meter hoch, der dritthöchste Berg der Welt. Und für mich war das fast schon eine spirituelle Reise hinein in diese Bergwelt, wo man als Wanderer wirklich den Kopf freikriegen kann. Ich habe Ihnen erzählt, ich bin mit meiner Frau Juliana Verheiratet seit acht Jahren sind wir zusammen. Wir haben uns damals kennengelernt, als ich nach Brasilien kam, um für Naturwunder Erde zu fotografieren. Und damals, frisch verliebt, habe ich sie gefragt, ob sie mitkommen möchte auf diesen Trip. Und ähm, Juliana kannte bis dato weder hohe Berge, noch hat sie jemals Eis, Schnee oder Kälte gespürt. Sie können sich vorstellen, dass diese Siebenwöchige Reise für uns damals der ultimative Beziehungstest war. Ja, sie ist sofort mitgekommen und als ich sie gefragt habe, und das hat mich imponiert, und wir sind in einer Region losgelaufen, die war ihrer Heimat, dem Küstenregenwald Brasiliens, gar nicht so unähnlich. Auch hier war es feucht und sehr warm. Hier in den Tälern, dort wo keine Menschen leben, da gab es noch richtig schöne Wälder. Und wir sind dann... Um zum Basislager des Kanchenjunga zu kommen, sind wir diesem Fluss hier gefolgt. Und hatten wir den mal erreicht, das Flussbett, also die ersten Tage, da sind wir noch so rangelaufen ans Gebirge. Aber von dem Moment an ging es tatsächlich nur noch bergauf. Mal auf der linken und mal auf der rechten Seite. Und das ist wirklich sehr schön. Also die Täler, die sind bewohnt. Ganz viele von ihnen, die allermeisten, und das seit vielen hundert oder tausenden von Jahren. Und hier gibt es keine Straßen, dementsprechend keine Autos. Das heißt, die Menschen leben noch sehr naturnah, was für den Wanderer natürlich so eine gewisse Entschleunigung ist. Und vor allen Dingen, was ich genossen habe, die Stille in diesen Tälern, das war wirklich schön. Und die einzelnen Ethnien, das sind Kleinbauern, Selbstversorger. Und es war natürlich wunderschön anzusehen, wie hier sie ihre Terrassen anlegen in dem, in dem hügeligen Gelände, zum Teil auch sehr steil. Man darf aber hier nicht zu sehr schwärmen, denn für die Leute selber ist es natürlich ein extrem hartes Leben. Der Kanchenjunga ist die Grenzregion zwischen Tibet und Nepal. Und als die Chinesen nach Tibet einmarschiert sind, wenn ganz viele Tibeter über den Pass hier rübergekommen, haben sich hier auf der Seite eine neue Heimat aufgebaut. Ja, das Leben ist hart, das habe ich schon erwähnt und deswegen gibt es eine immense Landflucht. Ganz viele Leute erhoffen sich ein besseres Leben in den Städten. Weil man hört natürlich, wie Menschen dort leben und es sieht alles viel einfacher und cooler aus, gerade auch über die Fernsehprogramme, die auch in den Dörfern zum Teil schon laufen. Und das weckt natürlich auch Bedürfnisse. Und natürlich soll jeder Mensch sein Glück finden und eine Chance haben. Aber ich würde mir wünschen, dass diese Leute die kleinbäuerliche Kultur eben nicht aufgeben, weil die allermeisten, die in den Städten ankommen, merken sehr schnell, dass keiner auf sie wartet dort. Die meisten landen verarmt in den Slums. Und das ist kein besseres Leben. Hier in den Bergen haben sie Zugang zu frischer Luft und sauberem Wasser. Und das hat man in, in Kathmandu sicherlich nicht. Und ein Schlüssel dafür wäre Bildung. Was mir gefallen hat, ist, war, durch, dass wir durch jedes Dorf, durch das wir kamen, tatsächlich eine kleine Schule sahen. Aber es kommt natürlich auch darauf an, was man den Kindern beibringt. Nachhaltigkeit wäre ein ganz wichtiges Thema. Genauso wichtig wie für unsere Kinder, aber da auch, weil ganz großer Teil von den Wäldern in diesem Land sind schon übernutzt, weil die Leute mit dem Holz heizen oder kochen oder ihre Häuser bauen. Also Nachhaltigkeit ist da auch immens wichtig, weil auch Nepal eines der Länder ist mit, der größt, mit dem größten Bevölkerungszuwachs. Immer mehr Menschen haben immer mehr Bedürfnisse, wie überall auf der Welt. Dementsprechend mein, meine Einschätzung wäre, dass wenn wirklich der Wille von der Regierung da wäre, könnte man das Leben der Menschen in den Dörfern mit einfachen Mitteln einfacher machen, also die harte körperliche Arbeit etwas abmildern und mit guter Aufklärung könnte man dafür sorgen, dass die Wälder intakt bleiben. Gerade schauen Sie sich mal dieses Tal hier an da werden häuser in gegenden gebaut da geht es über dem haus tausende von metern in die höhe und wenn da gerade auch zu zeiten des klimawandels oben irgendwelche gletscher auf abschmelzen und geröll nach unten bricht das ist lebensgefährlich wir selber wir besucher wir hatten wirklich unglaublich schöne wochen dadurch dass die straßen gefehlt haben war es ein abenteuerlicher weg immer wieder auch über diese brücken und das ist tatsächlich der einzige Weg für die Menschen, von Dorf zu Dorf zu kommen, um sich auszutauschen. Hier bei der Brücke, ja, gut, ich muss sagen, da sind wir nicht mehr drüber. Da gab es schon eine neu gebaute nebendran und das war auch gut so. Also bei aller Romantik auf Altes, das muss nicht sein. Und dementsprechend waren wir auch froh, dass dort den Leuten neue Schulen gebaut wurden und die Brücken ausgebessert und die Wege verbessert. Weil das können wir uns gar nicht vorstellen, dass man praktisch über dutzende von Kilometern laufen muss, um in den Nachbarort zu kommen oder was auszutauschen oder Handel zu treiben. Also wie Menschen bei uns vor vielen vielen Jahren lebten. Und was für uns natürlich als Besucher auch immer sehr schön war, war der das Treffen mit den Einheimischen. Natürlich ist der Austausch ist auf das, was uns unsere Geiz übersetzt haben, nur sehr oberflächlich, aber trotzdem war es schön, jegler, jeglicher Kontakt mit Menschen. Und hier, das ist ja natürlich ein Anblick, der kommt auch nicht immer vor oder nicht jeden Tag. Eine Brasilianerin und eine Nepalesin treffen sich. Und da ist dieser Schnappschuss, und das ist für mich Fotografie, genau diese Sekunde einzufangen, das Lächeln zwischen zwei Kulturen. Und da gibt es einen Spruch, den habe ich auch nicht mehr vergessen aus der Syrien Reportage meines Freundes Lutz Jäkel, wo einer sagt, Lächeln tun wir in allen Sprachen gleich und das ist eine Weisheit, wenn man sich das mal zu, äh, zu Herzen nimmt, dann frage ich mich, warum wir so Dinge wie Rassismus oder andere Menschen verachtende Strukturen überhaupt heute noch zu ja, wir kommen so ganz langsam in höhere Regionen. So ab 3000 Meter blüht der Rhododendron. Und das war einer der Gründe, warum ich den Mai als Wanderzeit ausgesucht habe, um genau das zu erleben. Wobei ich jetzt echt, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht blamiere, ob es überhaupt der Mai war. Das erscheint mir jetzt eigentlich gar nicht mehr logisch. Nee, das kann nicht der Mai gewesen. Es ist zu lange her. Und bevor ich jetzt Blödsinn sage, ich weiß den Monat nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich genau um diese Zeit unterwegs sein wollte, weil ich den blühenden Rhododendron fotografieren und spüren wollte. Es ist wunderschön. Im Himalaya, auch in anderen Bereichen, gibt es dort die großen Bäume. Wir kennen Rhododendron ja eher als Gebüsch, aber so als großer Baum in verschiedensten Farben blühend, das ist irre. Und obwohl die Wälder hier genutzt werden, ist es immer noch ein sehr sinnliches Erlebnis, hier durchzulaufen. Irgendwann, da erreichen wir die Schutzzone um den Wald und das ist der Bereich, wo man keine Rohstoffe mehr rausholen darf. Das ist wirklich ein Naturschutzgebiet und das ist heute ein so wichtiger Rückzugsraum. Zum Beispiel für den Schneeleoparden oder den roten Panda. Tiere, die sonst kaum noch Überlebenschancen haben, wenn wir Menschen ihnen nicht wirklich Land zur Verfügung stellen, wo wir uns mäßigen mit dem, was wir tun. Und dann irgendwann sind die Bäume weg. Wir erreichen die alpinen Regionen. Die Flüsse werden kleiner. Die Vegetation nimmt total ab. Und ja, die Luft wird dünner. Ich glaube, es war der 17. Tag. Da waren wir auf einer Höhe von 4700 Metern angekommen. Und da blickten wir zum ersten Mal auf den Gletscher, des ja, nee, der Gletscher, der dem Fluss, dem wir gefolgt sind, das Wasser gibt. Und würden wir hier ein paar Millionen Jahre später hinkommen vielleicht auch ein paar Milliarden, dann wären die Berge vielleicht weg. Das ist ja geologisch gesehen. ist Praktisch ja alles im Wandel, auch Berge entstehen und werden wieder abgetragen. Abgetragen durch Gletscher, die ganz viel Gestein mitnehmen. Es war ganz interessant, als ich hier stand und auf diese eigentlich eislose Fläche guckte, weil da war überall Geroll drüber, da hörte ich es knacksen und knirschen. Und da war mir klar, das Eis ist in Bewegung, aber unten drunter. Und nimmt immer ein Stückchen mit. Ja, Juliana, die hat es geschafft, auf 4700 Meter zu kommen. Kein Weg war ihr zu steil, aber hier oben, da war es dann in der Nacht doch inzwischen minus 10 Grad kalt. Und ihr an die Tropen gewöhnter Körper ist auch, wenn wir die gleiche Ausrüstung hatten, nicht mehr warm geworden. Also ich konnte mich im Schlafsack wunderbar einkuscheln aber sie hat einfach die Wärme nicht im Körper halten können. Und wir waren aber nur noch einen Tag vom Basislager, dem Ziel unserer Reise weg. Also haben wir beschlossen, wir trennen uns für kurze Zeit. Sie ist mit einem Guide, mit einem Guide und einem Träger zurück zum letzten Dorf, wo sie auf uns warten. Und die anderen, die haben mich hoch ins Basislager gebracht. Das Basislager auf. 5300 Meter. Das ist der Bereich, wo die professionellen Bergsteiger loslaufen, um den Gipfel zu besteigen. Ich war schon super stolz, überhaupt hier zu sein. Und normalerweise habe ich bei meinen Shows so einen Laserpointer und ich zeige Ihnen jetzt, wo mein Zelt steht. Das kann ich jetzt hier nicht, aber wenn Sie mal gucken wollen, und zwar auf der rechten Seite, so im letzten Viertel. Im oberen Drittel des Bildes, da steht mein Zelt. Dann sieht man auch, wie groß das Gelände ist. Und ja, als ich hier ankam, ups, war ich wirklich richtig müde, weil das bringt einen hier über, über 5000 Meter, jede körperliche Aktivität schon an seine Grenzen. Wir haben auch immer bei der Wanderung immer mal einen Tag Pause gemacht, damit der Körper sich akklimatisieren konnte. Und als ich ankam und mein Zelt aufgebaut habe, ich musste erst mal schlafen, weil ich war so müde. Und dann ist aber am Nachmittag, am späten Nachmittag noch mal was passiert. Das kommt nicht immer vor hier in den Bergen. Da kann man nicht im Zelt bleiben. Da ist nämlich das ganze Wolkenfeld noch mal aufgerissen und hat ein wunderbares Streiflicht ins Tal hereingelassen. Das müssen Sie sich vorstellen. Ich war hier ganz allein, denn meine Helfer, die haben mich gebeten doch wieder runterlaufen zu dürfen, weil es denen hier oben zu kalt war. Da gab es auch keine Schutzhütte, unten gab's es eine Schutzhütte. Ja, und dann stand ich da ganz allein um mich rum, 8000 Meter hohe Berge, und dann das Licht, das Abendlicht zwischen den sich bewegenden Wolken, immer wieder Licht und Schattenspiele auf die Berghänge werfend. Das war wirklich großes Kino. Und meine Damen und Herren, hier sehen wir auch noch Gletscher. Auf 4000 Meter Höhe weiter unten waren alle Gletscher weggeschmolzen, weil sie auch im Himalaya schmilzen. Hier oben auf 5300 waren sie noch da. Das ist der Gletscher des Kanchenjunga. Aber auch hier schmelzen die Gletscher bis nach oben. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn die weg sind. Schon heute sind ungefähr 800 Millionen Menschen, besonders in Indien, auf das Wasser der Gletscher im Himalaya angewiesen. Was machen die, wenn die mal abgeschmolzen sind? Also das ist noch mal so ein Hinweis, warum wir schleunigst weg von Öl, Kohle und Gas kommen müssen. Es geht auch nicht nur um uns einen eigenen Lebenskreis, es geht um die vielen Milliarden Menschen auf der Welt, die intakte Kreisläufe zum Leben brauchen. Ja, und dann am Abend da kamen dann doch noch die wolken und es ging dann relativ schnell. Das ist wirklich irre wie schnell dann vom tal die wolken hochziehen und binnen weniger minuten sieht man nichts man ist praktisch in einer suppe. das war mir jetzt an dem abend ganz recht ich war so erschöpft dass ich eigentlich wie ein stein ins bett geplumpst bin und ich habe geschlafen trotz der dünnen luft eigentlich wie normal. das hat mich selber überrascht. Das zeigt auch, wie erschöpft der Körper ist, wenn er unter solchen Bedingungen dann trotzdem schlafen kann. Am nächsten Morgen, und ich hatte noch einen Tag, und am nächsten sollten mich die Kumpels wieder abholen, da hatte ich beschlossen, jetzt kletter ich auf 6000 Meter hoch, um den Kanchenjunga von da oben zu fotografieren. Und bei 5603 Meter war Schluss. Der Körper hat gesagt, bis hierher und nicht weiter. Haben Sie das schon mal erlebt, dass Ihr Körper ihnen das Ende gesetzt hat, wo man gemerkt hat, jetzt habe ich meine Grenzen erreicht und jetzt muss ich aufhören. Jetzt in dem Fall war es auch nicht so schlimm, weil ich war von einer Wolkenwand umgeben. Ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Und da bin ich wieder runtergelaufen an eine Stelle, von der ich wusste, wenn die Wolken verschwinden, kann ich von da auch den Berg fotografieren. Ja, und hier... Da sehen Sie eine der Hauptbeschäftigungen des Naturfotografen. Warten. Stunde um Stunde verging. Es wurde Mittag, Nachmittag, Abend. Es wurde Nacht. Die Wolken blieben. Das Einzige, was ich zu sehen bekam, waren zwei Sterne. Und als ich dann so gegen 11 Uhr im Zelt zurück war, da war ich jetzt schon ein bisschen nervös. Denn... Ich wusste, am nächsten Morgen kommen die Kumpels wieder, um mich abzuholen. Also die Chance, noch ein tolles Bild zu machen, die war jetzt klein. Nur am nächsten Morgen. Und ich wusste, um vier in der Früh wäre das beste Licht, wenn die Wolken weggehen. Dann habe ich mir den Wecker gestellt. Ich wusste, es sind jetzt nur noch so knapp drei Stunden zum Schlafen. Denn von meinem Zelt zu dem Aussichtspunkt, das waren zwar nur 300 Meter. Mit vielleicht 100 Höhenmeter. Aber in der Höhe macht man das nicht in 15 Minuten wie zu Hause. Da braucht man eine ganze Zeit. Und dann liege ich da im Bett und dieses Mal klappt es mir dem Schlafen natürlich nicht, weil ich bin so unruhig, ich will mir diese Chance nicht entgehen lassen. Und dann drehe ich mich von einer Seite zur anderen, immer wieder fällt der Blick nervös auf die Uhr, damit ich auch Ja nicht verpenne. Und um drei klingelt der Wecker nicht. Ich weiß bis heute nicht warum. Auf jeden Fall 10 nach 3 schrecke ich auf, merke natürlich, dass ich schon wichtige Zeit verloren habe, dann ist aber der Adrenalinstoß da und man kommt ganz schnell raus aus dem Schlafsack, rein in die Klamotten, Zelt aufgerissen, hu und die Wolken waren weg. Und das hat mich natürlich nochmal beflügelt, wie ein Verrückter bin ich da hochgerannt. Und wenn Sie kaum Luft kriegen, das ist nicht so einfach. Aber ich habe es geschafft. Kurz vor vier war ich an diesem Punkt, habe mein Stativ aufgebaut, die Kamera draufgestellt, alles eingestellt. Und dann habe ich um Punkt vier dieses Foto gemacht. Und das ist eines dieser Momente, ich habe es heute schon ein paar Mal erlebt, die vergisst man nicht mehr. Der Kanchenjunga stand vor mir in all seiner Pracht mit seinen Nachbarbergen. Und darüber, als wäre es ein Geschenk, die Milchstraße. Wir waren 19 Tage unterwegs, um genau diesen Moment einzufangen. Natürlich wäre die Reise auch ohne diesen Moment wunderbar gewesen. Aber das ist dann für mich so dieser Moment, der alles auf einen Punkt bringt. Und manchmal, meine Damen und Herren, stehe ich dann an solchen Orten und habe Tränen in den Augen. Und kannst gar nicht fassen, wie schön dieser Planet ist, der unser aller Heimat ist. Ich habe Tränen in den Augen und dann kommen sie, die Gedanken, die mich in den letzten Jahren mehr und mehr plagen und manchmal wirklich fast zum Verzweifeln bringen. Gerade wenn man sowas sieht und sowas erlebt und dann darüber nachdenkt, wie wir Menschen mit dem Planeten unserer Lebensgrundlage umgehen. Und das sind die Momente, wo man dann entweder irgendwann aufgibt, oder sagt jetzt erst recht. Und ich habe das große Glück gehabt, vor vier Jahren noch mal ein Töchterlein zu bekommen. Und die wächst und gedeiht und ich gucke ihr jeden Tag in die Augen und bin glücklich und habe mir vorgenommen, ich gucke jedes, jeden Tag oder so oft wie möglich in ihre Augen und weiß genau für da, dafür setze ich mich ein, dass die kommenden Generationen diese wunderschöne Vielfalt genauso erleben dürfen wie ich das Privileg hatte in meinem Leben zu erleben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind am Ende des Vortrages, aber natürlich noch nicht am Ende des Abends. Wenn Sie möchten, dann können wir gemeinsam uns gemeinsam noch austauschen. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen. Danke Greenpeace, die mich seit vielen Jahren mit dieser Arbeit oder der Möglichkeit zu dieser Arbeit sehr erfüllen und glücklich machen. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken. Die nicht zuletzt auch diesen Abend hier ermöglichten. Und ich möchte mich auch bei meinem langjährigen Freund Kai Arend bedanken, der für viele Jahre die Musik für meine Shows komponiert hat. Und wenn Ihnen die Musik gefallen hat, da gibt es noch ganz viel mehr auf dieser CD, die wir damals zu dieser Produktion gemacht haben. Dann können Sie sich diese CD auch bestellen, und zwar mit der unteren Homepage mit marbon.de. Das ist mein Freund Kai und er freut sich, wenn Sie daheim seine Musik hören, die mich durch viele, viele Vortragsabende getragen hat. Außerdem, wenn Sie ein bisschen mehr über mich und meine Aktivitäten wissen möchten, möchte ich Sie herzlichst auf meine Webseite einladen. Da steht so ziemlich alles drin, was mich als Fotografen und Aktivisten ausmacht. Ja, und jetzt habe ich die große Freude, nochmal, und zwar hier umzuschalten. Ich würde gerne nämlich nochmal meine liebe Kollegin Caroline dazu holen. Und zwar muss ich jetzt aber den, den richtigen Knopf drücken. Achtung. So, liebe Caro, kannst du mich wieder hören? Ja, ich höre dich, Markus. Ich bin wieder da. Wunderbar, ich höre dich auch. Wir sind fertig, die Weltreise, es war natürlich nicht jedes Erlebnis dabei, was ich erlebt habe, sonst würden man in drei Stunden noch hier äh, weitermachen. Aber ich habe mal versucht, so einen Querschnitt dessen zu zeigen, was letztendlich unseren Planeten ausmacht. und sollten noch Fragen da sein, würde ich die gerne beantworten. Es sind noch ein paar Fragen da, nicht ganz so viele, aber auch erstmal gab es auch Dankeschön aus dem Publikum, wie zum Beispiel von Hugo W., der hat gesagt, ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank, Markus, für Ihren Vortrag. Nee, Herr Mauto hat er gesagt. Und auch für die wunderschönen und informativen Bilder. Und das, glaube ich, sehen wir alle so. Und auch Kerstin Kalweit sagt, der Livestream hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe inständig, dass durch solch gute aufklärende Beiträge viele Menschen erreicht werden, denen vieles einfach auch nicht bewusst ist derzeit. Ähm, es gab jetzt auch immer eine ähm, technische Frage, und zwar zum Bild der Milchstraße. Äh, und zwar Martin Müller fragte, welche Einstellung hatte Markus, also du, bei diesem Bild? Ja, naja, das ist äh, fotografisch gar nicht so schwierig. Man braucht ein Stativ, da stellt man die Kamera drauf und dann muss man das Ganze so hell kriegen, dass man die Milchstraße sieht. Also ich hatte. Die Blende relativ weit aufgemacht, weil es ja wenig Licht hat. Das Problem ist ja, dass die Sterne, je länger man belichtet, anfangen sich zu bewegen, weil alles ist ja in Bewegung und man muss da ungefähr so unter 15 Sekunden bleiben, damit die Punkte, die so, ein, so einen Stern ausmachen, nicht plötzlich zu einer Linie werden. Also, ich glaube, ich habe da aus dem Kopf raus ungefähr 1000 ASA eingestellt als Empfindlichkeit auf der Kamera, auf dem Stativ gehabt. Ziemlich offene Blende und 12 bis 14 Sekunden Belichtung. Und dann funktioniert es. Aber es okay. ist ganz wichtig, der Zeitpunkt ist entscheidend. Man hat schon ein bisschen Licht, aber nicht zu viel. Der Moment ist das, was das gute Bild ausmacht. Ja, ist denn auch äh, was für Leute, die wirklich fotografieren. Und du sagtest mir ja auch ganz oft, dass... Du für ein Foto manchmal auch, ja, glaube ich, Tage brauchst, Nächte brauchst, <laughs> bis du das wirklich im Kasten hast. Äh, Dankeschön dafür. Es gab äh, ansonsten keine richtige Frage, aber vielleicht noch eine ganz kurze nochmal, hast du zwar eigentlich schon gesagt, eine Aufklärung, auch gerade weil heute internationaler Tag des Amazon, Und einmal von King Cornell 82 steht hier. Äh, ich verstehe nicht, warum die Menschen im Amazonas, also ich denke die Indigenen, nicht verstehen, dass sie ihre eigenen Welt zerstören. Also da gab es irgendwie eine Diskussion, ähm, worauf auch gleich geantwortet wurde, zwar von Black Wind Flower, die Menschen im Amazonas haben noch gar nichts zu entscheiden. Das sind große Konzerne, die da abholzen. Vielleicht kannst du noch einmal, auch wenn du es schon gesagt hast, diesen Teufelskreis nochmal ähm, darstellen. Ja, im Prinzip ist genau so eine Frage eine ganz wichtige, weil letztendlich das ist ein so komplexes Thema. Und wenn wir jetzt über den Amazonas reden, wir können genauso, wir können das transformieren auf die Regenwälder in Südostasien, auf Afrika. Letztendlich ist es so vielschichtig und es ist zwar regional unterschiedlich von, von den Inhalten, aber die Strukturen sind die gleichen. Wir haben heute acht Milliarden Menschen auf der Welt und wir haben eine Lebensstruktur, die ein Fortschrittsbild prägt, das nicht nachhaltig ist. Das heißt die allermeisten Menschen sehen in der Natur in erster Linie mal etwas, was sie nutzen können, um ihren eigenen Vorteil rauszuziehen. Und da ist es in, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe ganz viele tolle Menschen im Amazonas getroffen. der eine war Holzfäller, der andere war der hat den Wald niedergebrannt, der andere war äh, Fischer. Und es sind Menschen, die dann im Gespräch ganz liebe Leute sind, die das, was sie tun, aus ihrem Horizont heraus tun, weil es sie am Leben hält. Die haben nicht das große Bild vom, äh, vom Klimawandel im Hinterkopf, die kennen das alles nicht. Also, das ist die eine Ebene. Und das sind keine bösen Menschen, sondern es sind Menschen, die überleben, die natürlich aber auch missbraucht werden, weil der, der den Wald abfackelt, der wird wiederum von einem gebucht, der wiederum schon ganz genau weiß, was er da anrichtet. Und, und dem ist es aber egal, weil der hat schon 5000 Kühe und er weiß ganz genau, wenn er nochmal 1000 dazu nimmt, dann hat er am Jahresende vielleicht noch ein Auto in der Garage stehen. Und, und dann, dann macht er das, weil da draußen in dieser Endlosigkeit des Waldes eben keiner ist, der ihn zurückpfeift. Eigentlich müssten dort Ibama und Funai sein, also die Behörden in Brasilien, die Indigene und die Umweltbehörde. Aber die wurde praktisch arbeitslos gemacht. Die letzten zwei konservativen Regierungen, insbesondere der Herr Bolsonaro, hat denen praktisch, ich weiß nicht, also ich schätze mal inzwischen 80 Prozent ihres Budgets entzogen, die sind praktisch machtlos. Ich habe ich hab das daran gesehen, wir waren auf diesem trans highway dieses Jahr unterwegs und wir waren in einer Ortschaft, die gibt es da nur, weil es dort ein Sägewerk neben dem anderen ist. Und letztes Jahr war die Umweltbehörde dort und hat alle Sägewerke dicht gemacht. Und dann ist tatsächlich, und weil es illegal ist, also die, die Umweltgesetze in Brasilien waren zumindest bis vor ein paar Jahren eigentlich recht gut. Nur werden sie gerade sukzessive aufgelöst und die, die sie umsetzen sollen, werden arbeitslos gemacht oder denen werden die Hände gefesselt. Und jetzt haben kamen wir, das, diese, 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 Raid, diese Razzia war letztes Jahr im Juni und wir kamen jetzt ein Jahr später. Und es waren ein Drittel der Holz, äh, ähm, der, der, der Sägereien war schon wieder geöffnet, weil die ganz klar wissen, also wenn die einmal da waren, dann ist ganz klar, die kommen nicht in, im nächsten Jahr wieder und dann können wir dann wieder äh, was was tun. Und es ist ein bisschen so wie bei uns die Steuerprüfung, wenn ich die einmal habe, dann weiß ich, okay, die nächsten zehn Jahre habe ich wieder die Ruhe. Und das dürfte aber im Amazonas eben nicht sein. Und 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 das, also es geht praktisch von diesem Kleinbauer-Level, der, der seine Familie ernährt, bis hoch in höchste Regierungskreise. Jeder hat Interessen und letztendlich gibt es zu wenige Korrektivs, die sagen: Leute, der Wald ist intakt, viel viel wichtiger als kaputt. Weil die, also das ist mir auch aufgefallen in Brasilien. Das sind keine bösen Menschen, aber die haben im Kopf dieses Narrativ. Macht dir den Planeten untertan. Das geht bis heute so. Und es geht nur über Aufklärung und es geht über Gesetze. Aber wenn Sie am, ähm, oh, als an oberster Stelle einen, ich sag nicht, was ich denke, haben, einen Präsidenten, der im Prinzip alles das ist, was ich verabscheue mhm. und all das tut, was genau die Zukunft unserer Kinder zerstört, dann ist es schwierig. Und ich könnte jetzt eine halbe Stunde philosophieren, wie es gelang, dass der an die Macht kam. Das kann man, da kann man darüber reden, warum das in Brasilien klappt, warum das in den USA klappt und warum bei uns in Deutschland Leute wieder Fahnen schwenken, die man hier nicht mehr sehen will. Aber das geht in gesellschaftliche Sachen rein, die aber letztendlich doch alle mit der Ökologie zu tun haben, weil je mehr von dieser Art Leute an die Macht kommen und Gehör finden, desto weniger wird auf die Umwelt geachtet. Okay, also man hört heraus auf jeden Fall sehr komplett, komplex. Ich kriege gerade eine Nachricht rein über das Handy noch einmal. Und zwar Indy Jones fragt, oder Jonas, keine Ahnung, äh, wie kann man diese Menschen in den Amazonas denn stoppen? Gesetze. Gesetze und äh Ibama Funai in dem Militär reingehen. Mein mein bester Freund in Brasilien, der ist äh, im Militär früher gewesen. Ist der Marco, den Guide, dem ich all diese Reisen zu verdanken habe. Der war früher beim Militär und der hat Jahrzehnte, Jahrzehnte, auf jeden Fall viele Jahre damit verbracht, Programme zu leiten, wo das Militär in die Regionen rein ist, Hunderte, Tausende von Goldsuchern rausgeschmissen hat, illegale ähm, Operationen beendet hat. Das ist machbar, aber es muss von oben gewollt sein. Und wir haben im Moment einen Faschisten an der Macht, der im Amazonas nur den Gewinn sieht und der dieses Bild im Kopf hat: Wirtschaftswachstum, das, was uns an, in die Probleme gebracht hat. Und ich weiß nicht, warum man als, als Mensch das nicht sieht, dass es immer weniger regnet. Die, in Bra Brasilien. Es wird eine Katastrophe, wenn der Amazonas kippt. Die haben, wir haben ja jetzt schon in den Millionenstädten Sao Paulo und Rio Wasserknappheit seit vielen Jahren. Also das sind, es ist alles da, es ist alles zu sichtbar, aber die politische Elite hat die Macht. Die ist fest im Sattel und es sind die oberen 0,5 Prozent und die da wieder wegzukriegen, das ist nicht einfach. Mhm. Dann, wir haben noch eine Frage auch im Team uns gestellt. Ich kann es mir schon fast vorstellen, was das wäre, wenn du wirklich nur einen Wunsch frei hättest. Jetzt hängt. Jetzt hängt. Aro, kommst du nochmal? Aro, sag. Da. Sag nochmal den letzten Wunsch. Du bist gerade gehangen. Ich habe ihn nicht gehört. Okay. Wir hatten das jetzt bei uns im Team, weil heute ja auch der Tag des Amazonas ist. Also wenn du einen Wunsch frei hättest für den Amazonas, welcher wäre das? Naja, genau, da ist jetzt der Geist in der Flasche und jetzt keinen Fehler machen, damit man den Wunsch äußert, der den meisten Effekt dann auch hat. Moment. Ich, jetzt im ersten Aspekt hätte ich gesagt, Bolsonaro weg. Hätte ich schon fast gedacht. Dass aber, das ist, ja. aber, das nützt nichts, weil das System an sich ist noch da. Und dann kommt ein anderer und der macht genau das Gleiche. Ähm, ich würde mir wünschen, ja, das ist, es ist, es ist verdammt schwer, weil, weil letztendlich es geht so tief in die Gesellschaftsschichten rein. Wir brauchen ein neues Denken, aber nicht nur in Brasilien, sondern überall auf der Welt. Wir brauchen, ich würde mir wünschen, dass die Menschen einschlafen und jeder träumt den traum der nachhaltigkeit. und in, in diesem traum wird uns gewahr, was es bedeutet, in intakten kreisläufen zu leben und was wir dafür tun sollen. und am nächsten tag wachen wir auf. und dann wird uns plötzlich alles was wir tun ganz peinlich. dieses viele fleisch essen wird uns peinlich. es ist uns peinlich damit dass wir immer noch äh, öl und kohle verbrennen und 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 und. und dann, wenn wir mal an dem punkt wären, ich bin nach wie vor überzeugt, der mensch ist innovativ, der ist unglaublich. Innerhalb kürzester Zeit ist es ihm möglich, ganz viel zu verändern. Aber wir müssen erst im Kopf die Grundlagen dafür schaffen. Und wenn man sieht, über was wir uns gerade in Deutschland streiten, dann sind wir noch weit davon entfernt, darüber nachzudenken, wie können wir unsere Lebensgrundlage erhalten, weil viele haben, tun das immer noch nicht eingestehen, dass wir in einer Emergency-Situation sind. Und zwar, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist zehn nach zwölf. Und wir müssen gucken, wie wir das Ganze noch irgendwie halbwegs in den Griff kriegen. Ähm, vorhin gab es auch noch mal jetzt Themenwechsel wieder. Es gab noch äh, sehr viele Diskussionen um Essen allgemein oder auch äh, um Fleischkonsum. Es gab aber keine konkrete Frage. Ähm, jetzt wäre aber meine Frage auch an dich, äh, jetzt sehr persönlich. Äh, was ist denn dein äh, bestes oder persönlich bestes brasilianisches vegetarisches Gericht, äh, was du empfehlen kannst? Weil das war eine richtig große Diskussion auf dem Chat. <laughs> Gibt es da was? Puh. also ich bin, ich bin eine Niete in der Küche, ich, ähm, das Schöne ist in Brasilien, da gibt es viel gutes Essen und natürlich leider auch viel, viel Fleisch, wird viel Fleisch gegessen. Ähm, wir leben ja in Brasilien auf einer Kakaofarm im Regenwald und speziell meine Frau hat in den letzten Jahren mal geguckt, was wir da für Pflanzen haben. Das nennt sie immer Punkfood, das heißt wir essen inzwischen auch Bananenschalen zum Beispiel. Die kann man frittieren und die schmecken gar nicht schlecht. Und da habe ich in den letzten Jahren vieles gelernt, was essbar ist, wo man einfach nur, dra nur drauf rumtrampelt. Und also ich habe jetzt kein Gerät, also dafür bin ich zu weit vom Thema Kochen weg. Aber ich habe gelernt, was man theoretisch essen könnte. Und das Problem ist nur, ich bin auch auf der Farm abgesehen von meiner Frau, von ganz vielen Fleischessern umgeben. Da kann sich von den Menschen, die dort leben, kann sich kaum einer vorstellen, kein Fleisch oder weniger zu essen. Also auch selbst da in diesem Umfeld, in auch fast familiären Umfeld, haben wir zwei es bisher kaum geschafft, die Leute zum Umdenken zu bringen. Also das ist auch immer, wo es mir dann zeigt, wie weit sind wir denn, wenn ich mich hier in Deutschland in meiner Ökoblase bewege, jetzt hier auch mit den vielen Leuten, die hier zugucken und Gedanken machen. Dann kommt immer da der Realitätscheck und es heißt, oh, ja, weniger Fleisch, nee, das geht nicht, weil, sie, weil die Leute da vor Ort dann die Probleme halt auch nicht sehen. Gell? Es, es ist nicht, nicht leicht. Aber äh, nochmal auf die Frage zurückzukommen: Es ist verdammt viel essbar, was dem Planeten eben nicht schaden würde. Und wir sollten das, was dem Planeten schadet, endlich aufhören zu essen, nämlich das blöde Fleisch. Okay, danke schön dafür. Also, bis jetzt, ich habe jetzt nicht äh, weitere Fragen. Ich möchte ganz gerne alle nochmal, auch die hier sind, darauf hinweisen, was Markus vorhin schon meinte, dass wir mit Markus ähm, eine Serie starten, äh, mit Greenpeace natürlich auch. Das ist auch, äh, äh, es gibt schon den Start der Serie und zwar am 30.09. um 19.30 Uhr. Ähm, Markus, vielleicht kannst du noch ganz kurz Einblicke geben, was in der ersten äh, Folge ja, wir erwarten können einfach. Naja, also wir haben es ja noch gar nicht äh, endgültig äh, beschlossen, was wir machen. Aber wir, was wir wollen, ist mal zu versuchen, ob das, was heute Abend stattgefunden hat oder vor ein paar Monaten in, aus Brasilien, ob wir das nicht etablieren können. Und zwar, das ist so auch so ein bisschen ein Traum von mir, ein Format, wo wir uns mit... Der Erde, mit Natur, mit Ökologie, mit Menschlichkeit, mit all den Dingen, die uns eigentlich wertvoll sein müssten, auseinandersetzen, weil ich selber sehe, davon eigentlich viel zu wenig in den Medien. Und ich mache ja sehr viel mit Greenpeace an, an Tourneen. Warum nicht auch das im Internet? Und meine Idee ist, dass wir nicht jeden einmal im Monat drei Stunden hier senden, sondern dann ist mal so eine Sendung eine halbe Stunde lang oder eine Dreiviertelstunde, je nach Inhalt wo wir auch ein bisschen darüber referieren, was macht eigentlich Greenpeace gerade. Dann erzähle ich aus irgendwelchen Geschichten, die ich erlebt habe und erzähle dann, baue da eine Brücke vielleicht in den Alltag, was kann man hier machen. Heute haben wir relativ viel über Fleisch geredet, da kann man aber noch viel mehr drüber reden natürlich. Und vielleicht kann man da auch tatsächlich dann mit dem Publikum in mehr in den Austausch kommen. Und ich würde mir wünschen, dass alle, die jetzt zugucken, da vielleicht sich den 30.09. merken. Und mitgucken und vielleicht auch Werbung machen. Ich weiß, man kriegt nicht aus dem Stegreif raus Tausende von Zuschauern, aber ähm, es ist ein Experiment und ich glaube, es ist es wert auszuprobieren und ich freue mich und bin auch dankbar, dass ich das dann mit Greenpeace zusammen machen darf. Und die Technik haben wir ja. Also das hat ja jetzt bis auf zwei, dreimal, dass es bei Skype ein bisschen geruckelt hat, hat ja wunderbar äh, funktioniert. Da an der Stelle möchte ich ganz klar dem Olaf danken der hier seit Wochen und Monaten daran arbeitet, dass das auch funktioniert. Olaf Köpke, vielen, vielen Dank. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass so ein Stream auch gute Qualität hat, und zwar schon gar nicht auf so eine lange Distanz. Super, Dankeschön. Ich danke dir dass für diesen wunderschönen Vortrag. Und dass die Leute so konstant dran geblieben sind, heißt, glaube ich, auch, dass dein Vortrag einfach sehr, sehr toll ist. Und ähm, ja, ich freue mich auch, wenn ihr am 30.09. einschaltet und übergebe dir noch einmal das letzte Abschlusswort. Ja, danke schön, liebe Caro. Wir bleiben beide dran und ich sage jetzt ganz klar Danke an alle, wo, egal von woher sie zugeguckt haben. Mir hat Spaß gemacht. Es war nicht ganz unanstrengend, hier so in die Kamera gucken und sprechen. Aber ich glaube, unser schöner Planet ist es wert, dass wir von ihm berichten und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin bleiben Sie gesund, bleiben Sie fair zu anderen. Wir tragen Masken, wenn wir das Haus verlassen. Und wir kommen auch in die Nach-Corona-Zeit. Und vielleicht lernen wir auch eine ganze Menge daraus, dass wir dann so Dinge wie Mercosur verhindern und in Zukunft anders mit unserer Welt umgehen. Tschüss von Herzen, Ihr Markus Maute. Ich habe gelesen, dass alle 20 Sekunden. Amazonas-Regenwald in der Größe eines Fußballfeldes zerstört wird. Als ich das erfahren habe, habe ich gedacht: Jetzt muss ich was tun. Ich liebe das Meer. Ich bin in Hamburg an der Waterkant geboren. Als ich von all diesen Müllmassen im Meer hörte, all das Plastik, das unsere Fische und Delfine tötet, das hat mich sehr traurig gemacht. Wenn ich an die Zukunft der Welt denke dann mache ich mir ganz, ganz ernsthafte Sorgen um die Zukunft meines Enkels. Wie wird er sicher sein können? Wie wird er eine Familie gründen können? Ich mache mir Sorgen um die Welt, die ich zurücklasse. Deshalb spende ich für Greenpeace. Wenn auch Sie nicht einfach zusehen wollen, wie unsere Meere und Wälder zerstört werden, helfen Sie uns. Wir müssen jetzt für das Überleben unserer Erde kämpfen. Bevor es zu spät ist. Werden Sie aktiv und unterstützen Sie uns, Verbrechen gegen die Umwelt aufzudecken und uns gegen Industriekonzerne zur Wehr zu setzen. Warten Sie nicht länger. Gehen Sie jetzt auf greenpeace.de und unterstützen Sie uns. Helfen Sie, für die Zukunft unserer Erde zu kämpfen. Werden Sie jetzt Greenpeace-Fördermitglied.